hat sich die sogenannte Jahrhundertreform Hartz IV bewährt, welche die Kosten des Systems um 15% auf 44,4 Milliarden Euro und die Kosten für die Bürokratie dramatisch in die Höhe getrieben hat. Ist es Zufall, dass diese Reform den Namen eines Kriminellen trägt, der im Oktober 2006 vor der Staatsanwaltschaft Braunschweig zugegeben hat, als Ex-VW-Personalvorstand Schmiergeld in Millionenhöhe an den früheren Betriebsratschef dieses Konzerns gezahlt zu haben? Hat die seit 2003 betriebene Gesundheitsreform, deren überzeugender Abschluss nicht in Sicht ist, dazu geführt, dass auch nur eines ihrer Versprechen, zum Beispiel stabile Krankenkassenbeiträge, erfüllt wurde? Ist die Krankenbankenkrise vorbei? Ist die Schuldenkrise vorbei? Nichts ist vorbei. Sie fragen, warum erzähle ich das alles bei der Rentenfalle? Ja, natürlich zahlen auch die Rentner dafür. Natürlich müssen auch die Rentner dafür gerade stehen vor ihren Enkeln, dass die Schuldenberge jetzt aufgehäuft werden. Irgendwer muss sie ja zurückzahlen. Könnte es sein, dass sich bei den derzeitigen ökonomischen und politischen Systembedingungen überhaupt keine Probleme mehr lösen lassen? Dass lediglich Problemverschiebungen möglich sind? Dass durch die sogenannten Lösungen eines alten Problems ein neues erzeugt wird, das dann wiederum durch ein noch neueres Problem ersetzt wird, das mitunter belastender als das vorherige ist? Wäre es noch eine Überraschung, wenn das Wort Reform demnächst zum Unwort des Jahres gekürt würde? Wir brauchen keine Reformen. Wir brauchen einen Systemwechsel. Aber da traut sich keiner ran. Weder bei der Rente, noch bei Europa, den Banken oder sonst wo. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie sich das nicht weiter gefallen. Zeigen Sie bei den nächsten Wahlen klar und deutlich, dass es so nicht weitergehen kann. Wir sind der Souverän. Wir bestimmen aktiv mit. Und wir lassen uns nicht für dumm verkaufen. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Manfred. Ja, darauf kommt es nämlich an, auf die Wahlen am 15. und am 22. September. Wir Piraten, wir behaupten wahrlich nicht, auf alles eine Antwort zu haben, aber wir haben verdammt viele Vorschläge und wir stellen auch die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt. Ihr habt die Wahl am 15. oder am 22. September entweder die Parteien zu wählen, die zwar behaupten, Antworten zu haben, aber die seit über 50 Jahren den Karren eigentlich immer wieder an die Wand fahren und keine Antwort von denen hilft wirklich. Das hat sich in den letzten 20, 30, 40 Jahren durchaus so gezeigt. Das heißt, geben Sie uns eine Chance, wählen Sie am 15. und am 22. September die Piratenpartei. Ich kann Ihnen sagen, es wird sich dann im Landtag, im Bayerischen Landtag und im Bundestag einiges ändern, weil sich nämlich die anderen Parteien auf etwas vollkommen Neues einstellen müssen. Und das können die nicht gut, denn mit neuen Dingen können die alten hergebrachten Parteien, seien sie Grüne, SPD, FDP oder CDU, CSU, können damit überhaupt nichts anfangen. Damit können sie nicht umgehen. Bis dahin allerdings sind auch noch ein paar Wochen und wir haben noch viele andere Themen, die es zu beackern gilt. Gerade spricht jeder über den NSA-Skandal, über die Überwachung, die die Amerikaner über uns machen, wo sämtliche E-Mails von uns durchgeforstet werden. Die Bundesregierung und auch die Landesregierung machen es sich hierbei relativ einfach, aber auch die Oppositionsparteien übersehen dabei, dass diese Überwachung eingeführt worden ist, als Sie an der Regierung waren, als Rot-Grün an der Regierung waren. Das heißt, diese sollten genauso darüber Bescheid wissen, wie Sie es jetzt der Frau Merkel und vor allem Herrn Friedrich vorwerfen.
am nächsten Samstag, den 27., also nicht diesen, sondern am nächsten Samstag, den 27.07., findet um 15 Uhr in der Freiheitshalle, das ist nahe der Donnersberger Brücke bei Mercedes, eine Veranstaltung statt, die wir Krypto-Party nennen. Jeder, der ein Interesse hat, sein eigenes Notebook so sicher zu machen, dass die NSA dort eben nicht mehr drauf gucken kann oder der BND, ist dort herzlich willkommen. Es wird Workshops geben dazu. Wir bringen es euch bei, wie ihr eure eigene Kommunikation im Internet dort so verschlüsselt, dass die NSA nicht mehr zuhört. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin einen schönen Abend noch. Wir stehen hier weiterhin mit unserem Parteitag und wir stehen weiter hier mit unserem Infostand und dort könnt ihr Informationen bekommen. Vielen Dank. Tschüss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Presseclub, hier ein paar Stockwerke über uns im anderen Gebäude, findet jetzt eine Veranstaltung statt zu demselben Thema, da ist allerdings nur die Presse zugelassen. Wir würden die Reden, die da oben gehalten werden und auch die Fragen, die die Presse jetzt stellt, hier aufs Mikrofon aufschalten und Sie können daran teilnehmen, Sie können da zuhören. Das Ganze wird auch gestreamt und Sie können es dann auch im Internet sich anschauen. Ich bin jetzt still und hoffe, dass die Live-Schaltung von da oben hier auf die Mikrofone runter funktioniert. Ausmachen. Das ist der rote Knopf. Mhm. Du musst das Mikro ausmachen. Das ist der rote Knopf. Okay, gut. Alles klar. Gut. Klar. Herbert, kannst du mir bitten, die Tür zu machen? Einfach nur, damit wir jetzt ein bisschen Ruhe reinkriegen. Genau. Dankeschön.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr verehrte Vertreter der Presse, herzlich willkommen hier zum Presseclub München, sozusagen die Nachwehen der Demonstration, die gerade eben am Marienplatz stattgefunden hat zum Thema Gehen die Rentner über Bord. Werden wir heute Abend hier von der Piratenpartei eine Podiumsdiskussion abhalten zum Thema Kampf gegen die Altersarmut. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Ronald Heinrich, ich bin meines Zeichens Bundestagskandidat, Direktkandidat für den Wahlkreis München-West-Mitte, bin aber heute hier in meiner Funktion als Pressesprecher im Bezirk Oberbayern und der Landeshauptstadt München. Von Ihnen aus gesehen ganz links darf ich vorstellen den Sprecher der unserer Arbeitsgruppe 60 Plus der Piratenpartei, Mauri Fischbein. Links von Ihnen aus gesehen sitzt Herr Hans Lampel, seines Zeichens ist der Beisitzer im Vorstand der Aktion Demokratische Gemeinschaft e.V., der ADG. Und rechts von mir aus gesehen, sitzt Herr Hannes Greller, Leiter des Referats Verbandsentwicklung der katholischen Arbeitnehmerbewegung Deutschlands, kurz KAB. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen uns heute etwas Piraten untypisch heute mal nicht primär über das Internet unterhalten oder über Bürgerrechte, sondern heute geht es mal um Rentenpolitik, damit Sie vielleicht auch mal ein Gefühl dafür bekommen. Wir haben das ganz bewusst gemacht, dass wir uns mal ein Thema rausgesucht haben, mit dem man uns jetzt nicht direkt verbindet, aus dem ganz einfachen Grund, Sie sollen auch mal ein Gefühl dafür bekommen, wie die Piratenpartei mit Themen umgeht, die jetzt nicht zu ihren Kernbereichen gehört. Die Rentenpolitik hat einen Protagonisten in unserer Partei gefunden. Das ist nämlich diese besagte Arbeitsgruppe AG60+, die ich jetzt mal kurz vorstellen möchte. Das ist für mich auch sehr schön, auch mal ein Erfolgsmodell bei uns vorzustellen. Die AG60+ ist im Zuge des Erfolgs in Berlins. Kurze Zeit, ich glaube 2 oder 3 Monate später, habt ihr euch gegründet. Ja. Sie ist, wie auch der Name schon sagt, vornehmlich, nicht ausschließlich, aber vornehmlich tatsächlich von altersmäßig gehobeneren Mitgliedern von uns besetzt. Es gibt aber auch junge Mitglieder, die da mitarbeiten. Warum diese AG60+, die hier vor Ort sich vor allem in München zusammengefunden hat, so wichtig ist: Sie hat für das Bundeswahlprogramm das Grundsatzpapier, und zwar Rentenmodell für das 21. Jahrhundert, im Wesentlichen verfasst. Wir werden im Laufe der Veranstaltung noch darauf zurückkommen, was das genau ist und was es beinhaltet. Vielleicht auch noch eine kleine Geschichte zur AG60+. Ich habe die AG60+ selber in ihren sozusagen Anfangszeiten miterleben dürfen. Also es war für mich auch als technikaffiner und internetaffiner Mensch schön zu sehen, wie aus auch zum Teil klassischen Offlinern jetzt Onliner geworden sind. Also ich habe dort gesehen, wie Rentner, die ein paar Jahre schon aus dem Technikbereich raus waren, sich auf einmal Smartphones und iPads zugelegt haben, sich da eingearbeitet haben, reingefuchst haben im wahrsten Sinne des Wortes und sich mit dem Internet auseinandergesetzt haben, sich die Technik angeeignet haben, um in dieser Partei, in der Piratenpartei mitzuarbeiten, und das mit sehr großem Erfolg. Sie haben es immerhin geschafft, sehr schnell auch im Bundeswahlprogramm, ich glaube innerhalb von 6 Monaten war das, oder 7 Monate, acht Monate ungefähr. Ein bisschen länger hat es gedauert, also Grundsatzprogramm dauert ein Jahr. Ja, doch ein Jahr, aber ihr wart relativ schnell schon im Gespräch, und zwar, ich glaube schon nach 6, 7 Monaten hattet ihr die ersten Fernsehinterviews, wenn ich mich noch recht erinnere. Man hat sich halt geglaubt, man hätte da irgendwelche Silver Surfer vor sich liegen, die keine Ahnung von Technik haben. Ich glaube, die Reporter wurden dann eines Besseren belehrt. Worauf ich hinaus will, ich glaube, man hat es heute gesehen, die Veranstaltung, also heute die Demonstration, waren deutschlandweit. Wir haben in 17 Städten Demonstrationen gehabt, und das wurde alles organisiert über Twitter, Facebook, Mailinglisten, das ganz klassische Handwerkszeug, was man für in einer Internetpartei wie die Piratenpartei benutzt. Und das ist mittlerweile auch für die AG60+ eine absolute Selbstverständlichkeit. Nur damit Sie auch mal ein Gefühl dafür bekommen, dass das Internet keine Hürde für irgendein Alter darstellt, sondern im Gegenteil, es ist Herausforderung. Und wie man heute auch gesehen hat, es lohnt sich unterm Strich, das auf jeden Fall anzunehmen. Gut,
Dann würde ich sagen, gehen wir gleich in medias res. Heute Kampf gegen die Altersarmut. Ich werde folgendermaßen vorgehen. Wir werden drei Fragen stellen, die erstmal alle Herren hier aus ihrer Warte beantworten für die jeweiligen EVs oder Verbände beziehungsweise für die AG 60 Plus. Dann ihre sozusagen Stellungnahmen dazu abgeben. Wir werden dann ein kurzes Zwiegespräch hier vorne führen, um dann eben schließlich Fragen hier aus dem Auditorium zuzulassen. Die Fragen, die ich am Anfang stellen werde, gehen im Wesentlichen darauf ein, dass wir uns erstmal über das Problemfeld Rente klar werden, in welchem Problemraum bewegen wir uns. Da ist es immer wichtig, bin ich der Meinung, wenn man auch verschiedene Vertreter von Verbänden da hat, dass man auch weiß, von welcher Problemlage geht man aus, bevor man sich ihre Modelle anhört. Erst wenn man die Problemlage, denke ich, nachvollziehen kann, ist es dann auch deutlich sichtbarer, warum sie dann sich für ein Modell entschieden haben. Und ich werde dann noch auf ein tagespolitisches Thema Bezug nehmen, was in der letzten Woche seinen Platz auch in der Presse gefunden hat. Und dann werden wir sehen, wie die Fragen sich dann von Ihrer Seite aus entwickeln. Gut, die erste Frage, die ich in meinem Fragenkatalog habe, ich würde sagen, da würde ich ganz gerne beim Herrn Kreller einfach mal anfangen. Müssen Sie nicht anmachen, passt schon, Sie müssen nicht anmachen oder so, das geht von allein an, wenn Sie sprechen. Und zwar die erste Frage, die mich interessieren würde, oder beziehungsweise damit wir ein bisschen mal den Problemraum sehen, wo sehen Sie die drängendsten Probleme bzw. Verwerfungen in der aktuellen Rentenpolitik? Wenn man die politischen Meinungsträger in Deutschland etwas hört, dann hat man den Eindruck, es gibt keine Probleme bei uns. Arbeitslosigkeit ist sehr gering ausgeprägt, Wirtschaftswachstum ist kontinuierlich am Steigen. Wir haben in dem Sinn eine sehr zufriedene Lage in Deutschland selbst und von daher gesehen sei es, was die Problemlage betrifft, eher gering und marginal zu sehen. Als katholische Arbeitnehmerbewegung sehen wir das etwas anders, denn wir erleben derzeit eine unwahrscheinliche Spaltung in der Gesellschaft. Einerseits diejenigen, die in Sicherheit leben und andere, die sehr unsicher ihr Dasein gestalten müssen. Auf der einen Seite diejenigen, die mit ihren Einkommen auch auskommen und andere, für die also am 25. eigentlich der Monat bereits beendet ist, denn das Geld reicht nicht, um also entsprechend dies zu finanzieren. Also inzwischen Arme und Reiche auf einen kurzen Nenner gebracht. Und dies schlägt sich in erster Linie natürlich auch auf die Rente und auf die Rentenzahlungen nieder. Wobei wir davon ausgehen, als Arbeitnehmerbewegung, die Rente beginnt ja nicht erst um 65 Jahren, sondern die Frage von der Rente beginnt mit 16 Jahren. Und zwar unter dem Gesichtspunkt, dass wir eigentlich feststellen, dass ja die Aspekte, wie also Rentenanwaltschaften erworben werden, ja bereits mit dem Erwerbsleben dann auch beginnt. Und wenn wir in diese Situation reinblicken, dann stellen wir fest, dass es hier unwahrscheinlich viele Verwerfungen gibt. Verwerfungen einerseits dahingehend, dass zwar gesagt wird, wir haben einen hohen Beschäftigungsstand, aber die Arbeitsstunden haben sich nicht geändert. Das heißt, die Arbeitsstunden sind insgesamt in Deutschland gleich geblieben, was zur Folge hat, dass es dann Verteilungen geben muss innerhalb der Arbeitnehmerschaft und damit auch Verteilungen geben muss von den Personen, die in die Rentenversicherung entsprechende Gelder einzahlen. Verteilungen in der Hinsicht, wo es also darum geht zu sehen, dass insgesamt zum Beispiel die geringfügigen Beschäftigungen massiv zugenommen haben. Und das wissen wir alle, dass also damit also nur in geringen Maßen überhaupt Rentenansprüche erworben werden, wenn überhaupt Rente entsprechend einbezahlt wird. Wir wissen, dass die steuerpflichtige Teilzeit also massiv gestiegen ist. Jetzt geht es besser. Ron? Entschuldigung, Ron? Nee? Müsste. Funktioniert, oder? Okay, funktioniert. Also. Also, ich habe hier gedrückt. Nee? Achso. Achso. Kann ich nicht sagen, er kümmert sich jetzt gerade drum. Ich würde sagen, wir machen jetzt. Achso, okay, das passt schon. Das ist nur die eigene Box von ihm. Das ist nur sein Monitor. Ja.
Einfach lauter genau. Sprechen. Achso, ich werde mein Bestes versuchen, damit Sie also das von der Lautstärke her auch mitbekommen. Hm. Neuer Versuch, neue Chance, neues Glück. Passt. Okay. Von dem Punkt, wo ich vorher begonnen hatte, heißt in dem Sinn, Rente beginnt nicht mit 65, sondern mit 16, wenn wir dann feststellen, in der Lebensarbeitszeit oder Lebenserwerbszeit, wie wir das konkret bezeichnen, welche Beträge dann tatsächlich einbezahlt werden. Und hier haben sich mächtige Veränderungen ergeben, einerseits durch die gesteigerten geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse, durch Teilzeitarbeit als Beispiel, durch die zunehmenden Niedriglohnsektoren, die also hier entstanden sind. Und von daher gesehen ist dies eine Situation, die uns schwer beschäftigt. Schwer beschäftigt auch auf dem Hintergrund, weil nicht nur weniger in die Rente einbezahlt wird für die betreffenden Personen und damit Rentenansprüche erworben werden, sondern beschäftigt auch in der Hinsicht, dass wir den Eindruck haben, die Frage der sozialen Sicherung entfremdet sich von der Erwerbsarbeit. Das heißt, es ist notwendig, auch neue Perspektiven und neue Ideen mit aufzunehmen, wie in gewisser Weise also hier neben der Frage von Erwerbsarbeit eine neue Perspektive auch erworben wird. Denn der zweite Schritt ist dann eingetreten mit der Argumentation der Demografie. Das heißt, Menschen werden älter und damit sind sie in einem längeren Bezug von Rente, das dazu führt, dass dann gesagt wird, innerhalb des Systems, also des Rentensystems, muss dann entsprechend eine Neuaufteilung gemacht werden. Und diese Neuaufteilung, die kennen wir seit Jahrzehnten, läuft darauf hinaus, dass auf die Zukunft hingesehen weniger rauskommt, als dies im Vorfeld also auch gewesen ist. Und wir kennen in verschiedenster Hinsicht ja die verschiedensten Planungen, die also hier von den Gesetzgebern mit initiiert worden sind. Das bedeutet, wir hatten also noch vor einigen Jahrzehnten ein Rentenniveau von 57% und liegen derzeit bei 49%, und zwar des Netto-Rentenniveaus. Das heißt, es wurden kontinuierlich entsprechende Rentenkürzungen vorgenommen, um das System insgesamt zu sichern. Gleichzeitig wurde aber innerhalb dieses Systems entsprechende sogenannte versicherungsfremde Leistungen einbezogen. Das heißt, die Rentenversicherung hat also auch gesellschaftliche Leistungen mitfinanziert, die eigentlich von den Steuerzahlern insgesamt zu zahlen wären. Das heißt, es erfolgte eigentlich aus mehreren Linien heraus eine mehrfache Ausbeutung des Systems im Bereich der Rente. Und dies wird von uns sehr intensiv mitverfolgt und auch kritisiert, weil wir feststellen, dass also damit also insgesamt auch im Bereich der Rentner selbst eine Entgrenzung stattfindet, Entgrenzung dahingehend, dass die Personen, die mit wenig Rente rauskommen, und das sind in erster Linie Frauen, in gewisser Weise mit diesem Rentenniveau und mit diesen Rentenzahlungen ihr Dasein eigentlich nicht finanzieren können und auf die Zukunft hin immer mehr auf Sozialhilfe angewiesen sein werden. Wir werden in dieser Hinsicht entsprechend auch agieren, um auch neue Modelle und Überlegungen mitzuentwickeln, um aus dieser Systemfalle, die hier gegeben ist, und aus dieser Strukturfalle herauszukommen. Ja, danke schön, Herr Kreller. Dann würde ich die Frage dann gleich mal weitergeben an den Herrn Lampel. Wo sehen Sie die größten Verwerfungen im Augenblick? Die größten Verwerfungen, das geht sehr lang zurück und es ist ein permanenter Eingriff in das Rentensystem. Der schlimmste Eingriff war ja die damalige Umstellung 1957 von der kapitalgedeckten Rente auf das Umlageverfahren. Und seitdem wird in die Rente permanent von Politikern eingegriffen. Das heißt, es war kein einziger Eingriff, der zum Vorteil der Rentner war, sondern es kamen immer wieder neue Dinge hinzu, die immer das Ganze verschlimmert haben. Und zwar wurden die Grundsicherung, wir hatten da so große Probleme mit der Rente, die eigentlich naja, immer wieder auf das Umlageverfahren zurückgeht. Und zwar wiederum, ich kann ja nur fast auf das anschließen, was bereits von meinem Vorredner gesagt hat, und zwar ist es immer wieder das Gleiche. Die Politik hat nur das Recht, bei der Rente einzugreifen. Die Politik hat nicht das Recht, bei den Ständeversicherungen einzugreifen. Die Politik hat nicht das Recht, ins Pensionsrecht einzugreifen. Das heißt, die sind alle abgesichert. Nur die Rente war immer wieder frei, wenn es war. Das zeigt sich jetzt wieder an dem Beispiel, dass ein Rentenüberschuss da ist, wo die 4 Milliarden wiederum die Begierde des Staates geweckt haben, dass man sagt, die werden da wieder zurückgeführt. Oder was dann noch dazu kam, wurde auch angesprochen, ein ganz großer Teil. Die schlimmsten Eingriffe waren dann immer wieder die Fremdleistungen.
die Fremdleistungen in der Rente. Normalerweise sagt die Rente, alle nicht direkt einbezahlten Beiträge des Mitglieds sind zu verwenden und nicht außerständische. Das heißt, die Rente selbst wird wiederum kontrolliert von Beamten. Man muss sich das einmal vorstellen, die Deutsche Rentenversicherungsanstalt ist eine Bundesanstalt und wird kontrolliert und daraus erfolgen dann die ganzen Eingriffe in die einzelnen Rentensysteme, so wie wir das bei uns haben. Die größte Problematik ist eigentlich aufgetaucht mit der Wiedervereinigung, und zwar mit der Wiedervereinigung bei der ehemaligen DDR. Das heißt, da würden eigentlich alle in das deutsche Rentensystem übernommen. Ganz egal, ob deren Tätigkeit beamtenähnlich war oder nicht. Sie wurden alle eingegliedert, und das ist das ein großer Teil, unter dem wir heute noch leiden. Und das ist auch das, was jetzt immer mehr auch bei politischen Veranstaltungen rauskommt, wo Politiker sagen, ja, das war eigentlich der größte Fehler, den wir gemacht haben. Selbst ob schwarz, grün, ganz eigentlich alle Farben merken, das war eigentlich der Knackpunkt in der Rente, wo wir heute stehen. Das ist halt einmal so. Unsere Vorstellung dann darüber, über die Rente, die damit passiert, war eigentlich: die gesetzliche Rente, das muss eine staatliche Grundsicherung für Hausfrauen, Politiker, Manager, Arbeiter, Beamte, Studenten, alle, selbst bis zu Kapitaleinkünften, muss das mit in die Rentenversicherung, müssen die Abgaben erfolgen, sonst erreichen wir nichts mehr. Wir stehen vor einem Kollaps. Wir wissen, dass wir 2040 einfach so viel vom Haushalt für Pensionen drauf geht, dass das fast nicht mehr zu bezahlen ist. Das sind also Faktoren, die sind einfach vorhanden. Das ist so. Dann kommt natürlich dazu die Situation, die wir haben bei der Rente, die das Ganze verschlimmert hat. Das ist die ganzen Frauen, die jetzt in Rente gehen oder in Rente sind, die haben die schlimmste Zeit eigentlich durchgemacht, denn zu unserer Zeit, als wir jung waren, gab es keine Kindergärten, gab es keine Horte, gab es gar nichts. Die Frauen waren mehr oder minder gezwungen, zu Hause zu bleiben. Und dadurch haben die natürlich jetzt im Westen Renten, die um 600, 700 Euro liegen. Und es gab auch später dann, wenn ich nur an mich zurückdenke, ich wohne auf dem Land in Emmering, das ist da bei Fürstenfeldbruck, da gab es eine Spielstunde von einer halben Stunde, das war alles, wo meine Frau mal die Kleine hinbringen hat können. Mehr war nicht da. Sie musste ihren Job als Chefsekretärin in einer Großfirma aufgeben, einfach aus dem ganz einfachen Grund, es gab nichts. Und das macht sie natürlich alles jetzt in den Rentenzahlungen bemerkbar. Das sind so die Dinge, die dazu geführt haben, dass die Frauen heute bei Renten sind von 650. Und ich komme auch noch auf andere Dinge zurück. Und zwar möchte ich eines mal sagen, ich bin öfter beieinander auch in Podiumsdiskussionen bei kleineren Parteien, wenn das ist, und da waren auch unter anderem Rentenberater der Deutschen Rentenversicherung mit dabei, und da haben wir uns unterhalten, was sind eigentlich die Gründe, warum wir so Problematik haben mit der Rente. Das ist einmal der Abschluss, das war von der rot-grünen Koalition die Riester-Rente. Die Riester-Rente hat zur größten Verringerung der Rente geführt, die wir überhaupt gehabt haben, die Einführung der Riester-Rente. Denn aus der Riester-Rente hat dazu geführt, dass im Rentenrecht Faktoren eingeführt werden. Der Riester-Faktor, Nachhaltigkeitsfaktor. Das sind alles Dinge, die beliebig von den Politikern hin und her geschaufelt werden können und immer nur eigentlich im Grunde zum Nachteil ausgehen. Und das sind so drum auch unsere Forderungen danach, dass man sagt, wir brauchen eine gesetzliche Rente, und die gesetzliche Rente muss die Grundsicherung für alle betreffen. Alle müssen einbezahlen. Es lässt sich nicht vermeiden in Zukunft, dass wir sind das einzige Land in Europa, das Zweiklassensystem hat in Rente bezogen. Alle anderen, Schweiz, wie es alle da sind, genauso im Gesundheitswesen. Das ist nur ein Thema, das da noch gar nicht zur Sprache gekommen ist, aber nur ein Beispiel aus dem Gesundheitswesen. Österreich hat laut einer Studie der EU das beste Gesundheitswesen. Was zahlen die? Insgesamt 7,8%. Das heißt, da ist der Arbeitgeberbeitrag solidarisch geteilt, der zahlt keine 4%. Was zahlen wir? 8,7, 15,9%. Und Österreich hat das beste Gesundheitssystem. Das steht eindeutig fest, das ist nachlesbar in verschiedenen EU-Informationen. Das bedeutet wieder, dass wir eigentlich, so wie wir es haben, auf die Bürgerversicherung zurückkommen müssen. Gut, danke Herr Lampel. Dann würde ich jetzt noch den Vertreter unserer AG 60 plus der Piratenpartei bitten, aus seiner Sicht mal zu erklären, wo aus Sicht der Piratenpartei die größten Verwerfungen im Augenblick sind. Also meine Vorredner haben ja schon eine Menge über die Verwerfungen gesagt,
aber ich möchte es mal aus piratiger Sicht sagen. Das Durchschnittsalter unserer Piraten liegt bei 30 Jahren. Und diesen Menschen müssen wir eine Zukunft bieten. Denn wenn ich mit unseren Mitgliedern spreche oder mit Jüngeren spreche, dann halten die Rente überhaupt nicht für zukunftsfähig. Die glauben nicht, dass sie irgendeine Rente bekommen, zumindest keine Rente, die ausreichen wird. Und was wir diesen Menschen geben müssen, ist eine Perspektive. Eine Perspektive, wo sie sagen können, wir können wieder vernünftig in die Zukunft schauen und wir können auch damit rechnen. Und in der derzeitigen Situation sehen wir diese Perspektive überhaupt nicht. Und das ist eben unsere Aufgabe gewesen, uns zusammenzusetzen und zu forschen und zu beraten, gibt es denn Möglichkeiten, das Rentensystem so umzugestalten, dass wieder eine Perspektive für die jüngere Generation existiert. Wir meinen, diese Möglichkeiten gibt es. Wir müssen aber versuchen, das entsprechend publik zu machen und auch unsere regierenden Parteien dazu zu bringen, diese Thematik nicht nur von einer Wahlperiode zur anderen zu sehen, sondern wirklich eine Langfristlösung zu suchen. Eine zukunftsfähige und tragfähige Langfristlösung. Denn so wie das Rentensystem heute existiert, halten wir es eigentlich als ein versagendes Modell. Und das ist der Grund, warum wir jetzt eigentlich hier auch beieinander sitzen und uns darüber unterhalten. Genau. Gut, dann würde ich sagen, unterhalten wir uns jetzt endlich mal über die Modelle. Wir haben jetzt den Problemraum, denke ich, erschöpfend uns vor Augen geführt. Da würde ich sagen, fangen wir gleich mal wieder mit Mauri an, dass er mal das Rentenmodell der Piratenpartei in kurzen Eckpunkten vorstellt. Und dass wir dann praktisch die Runde so wieder zurückmachen. Gut. Zum Herrn. Wir haben natürlich nicht das Rad neu erfunden. Wir bekommen natürlich auch kein Rentensystem aus dem Internet, sondern haben uns ganz konkret in Europa umgeschaut. Gibt es denn bereits existierende Rentenmodelle in anderen europäischen Ländern, bei denen wir glauben, dass sie funktionieren, und lassen sich diese Modelle auch auf Deutschland übertragen? Und haben dazu drei Forderungen aufgestellt. Die erste Forderung ist, dass wir eine Mindestrente fordern für jeden Rentner, der eine sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Die zweite Forderung ist, wir fordern eine Umgestaltung des Rentensystems in der Art, dass zukünftige Rentner wieder von einer sicheren Rente im Alter ausgehen können. Und wir fordern, dass die Einnahmebasis verbreitert wird und die Stärkeren sich angemessen mit den Beiträgen an der Rentenversicherung beteiligen. Wie wollen wir das umsetzen? Teilweise wurde es bereits von den Vorrednern schon angesprochen. Wir wollen, dass alle jetzigen bestehenden Rentensysteme, die berufsständischen Versorgungssysteme und die Pensionen im öffentlichen Dienst zu einer Rentenkasse zusammengeführt werden. Zum Zweiten wollen wir, dass alle steuerpflichtigen Einkommen, Kapitalerträge, also auch Zinsen und Mieteinnahme, zur Zahlung von Rentenbeiträgen verpflichtet werden. Es soll keine Berufsgruppe ausgenommen werden. Und, jetzt kommt allerdings eine dramatische Änderung, die auch problematisch ist, sie umzusetzen. Das geht nur als Gemeinschaftsaufgabe. Wir wollen die Beitragsbemessungsgrenze entfallen lassen. Wir finden, es geht nicht, dass andere Länder es haben, dass man, wenn man viel verdient, auch entsprechend prozentual in die Rentenkasse einzahlt. Und bei uns bei einem Einkommen von derzeit aktuell 69.500 Euro im Jahr Schluss ist. Und wenn ich dann plötzlich 100 oder 200 oder 300.000 Euro verdiene, ist mein Beitrag an die Rentenkasse auch nicht höher. Das halten wir für ungerecht und das verringert auch die Einnahmebasis. Wir denken auch an die Selbstständigen, deren Existenz muss geschützt werden. Wir wollen aber, dass die Selbstständigen in die Rentenkasse einzahlen, entsprechend ihren Gewinnen. Das heißt, wenn ein Selbstständiger, der halt nicht viel verdient, der kann halt nicht in die Rentenkasse einzahlen. Aber in dem Moment, wo er viel verdient, soll er auch bei der Rentenkasse zur Kasse gebeten werden. Wir planen auch eine Mindest- und Maximalrente, so wie es die Schweiz uns vormacht. Die Mindestrente soll für jeden gelten und soll die Teilhabe am Leben ermöglichen auf einer menschenwürdigen Basis. Und sie soll nach oben gedeckelt sein. Wenn wir jetzt die Schweizer als Vorbild nehmen, ich habe die Zahl nicht ganz richtig im Kopf, es sind etwa 27.000 Franken im Jahr, das ist die Maximalrente in der Schweiz. In der ersten Stufe, ja. In der ersten Stufe, genau. Und dann muss natürlich die Rente entsprechend angepasst werden. Wir müssen die Inflationsrate entsprechend berücksichtigen und, auch außergewöhnliche Kosten. Wenn die Gesundheitskosten steigen, dann muss auch die Rente entsprechend angepasst werden, denn sonst rutschen wir wieder in eine Situation rein, dass die Rente einfach nicht reicht. Außerdem sollte sich die Rentenkasse
selbst verwalten, so wie jetzt der Staat einfach zugreifen kann, sollte ausgeschlossen werden. Der Staat darf nur den gesetzlichen Rahmen dafür schaffen. Und die Rentenkasse ist nach unserem Modell ausschließlich für die Rente zweckgebunden. Also beitragsfremde Leistungen werden in diesem Fall ausgeschlossen. So stellen wir Piraten uns das vor. Ja, danke Mauri. Dann würde ich sagen, gebe ich gleich wieder an den Herrn Lampel, dass er mal von sich aus... Genau. Also das ist, deckt sich fast mit den Meinungen und mit den Argumenten, die wir in der ADG haben. Ich kann das vielleicht nur ein bisschen dahingehend ergänzen, in dem Stufensystem in der Schweiz. Das Stufensystem der Schweiz sieht also vor in der ersten Stufe, dass jeder, der Kapitaleinkünfte hat oder was auch immer, Sie haben ja das Beispiel Herr Ackermann gesagt, der zahlt 5%. 5% in die erste Stufe. Die zweite Stufe ist eine Stufe, die zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ausgehandelt wird und liegt ähnlich so wie bei uns rund bei 14%. Wobei aber das in der Schweiz frei ist, wenn der einen guten Arbeitnehmer ist und sein Arbeitgeber Wert darauf legt, dass er bei ihm bleibt, dann gibt es die Regelung, dass er mehr übernehmen kann. Das heißt also, der kann die vollen 14% vom Arbeitnehmer übernehmen für dessen Rente in der zweiten Stufe. Die dritte Stufe ist eigentlich die freiwillige Stufe, die zweite Stufe ist auch noch eine Pflichtstufe, bis zu einem bestimmten Einkommen. Also da muss der Herr Ackermann nicht mehr einzahlen in die zweite Stufe, sondern aber in die erste Stufe muss jeder einzahlen. In die zweite Stufe ist es begrenzt mit Einkommen nach oben, so wie Sie schon gesagt haben. Aber in der dritten Stufe ist dann der Freiwillige. Und in der dritten Stufe, wo er freiwillig einbezahlt, da kommt er dann auf seinen ehemaligen Verdienst, den er gehabt hat, zu 100%. Ähnlich ist es auch zum Teil mit der Rente auch in Österreich. Wir sind ja in Deutschland das einzige Land, das ein Zweiklassensystem hat, die also zwei Klassensysteme in Renten hat, sondern alle anderen europäischen Länder haben eins und alle zahlen in die gesetzliche Rentenkasse mit ein. Es ist bei uns natürlich Frage, warum das so ist, das ist ganz einfach zu erklären, weil bei uns, ähnlich wie man, also ich sage es jetzt mal ganz brutal, in Amerika regiert die Waffenlobby und die Banken und bei uns die Banken und Versicherungen und bestimmen die Richtung, wo es hingeht. Das steht eindeutig fest, also da führt kein Weg vorbei. Und darum muss man einfach versuchen, dass man versucht, auf eine Bürgerversicherung zu kommen. Die Bürgerversicherung stößt natürlich auf erhebliche Schwierigkeiten, und zwar bei der stärksten in Deutschland vertretenen Gruppe. Das sind nun mal die Beamten und die Politiker, aus dem ganz einfachen Grund. Die haben sich ein Rentensystem geschaffen, das unnachahmlich ist, das unvergleichbar ist. Deswegen, Sie haben die Zahlen alle genannt, das also ein wahres Füllhorn ist für Leute, die dann in Pension gehen. Und da hören Sie dann in Diskussionen auf der Bühne, ihr könnt ja vorschlagen, so ungefähr, was ihr wollt, bestimmen tun wir. Und bestimmen tun dann wir, das läuft erstmal durch den Beamtenapparat, dann läuft es durch die Gerichte, dann geht es zum Bundesverwaltungsgericht, dann geht es zum Bundesgericht und alles Mögliche. Und es sind alles darum wiederum Beamte. Das heißt, wenn man das System ändern will, ist ein steiniger Weg. Und der steinige Weg braucht eben neue Parteien, der braucht nicht, der muss sich weg von den etablierten Parteien sondieren und muss einfach sagen, wir müssen das anpacken, wir müssen das Bewusstsein der Bevölkerung straffen, dass man sowas braucht, sonst haben wir irgendwo verloren und vor allen Dingen verloren hat die Jugend. Und die Jugend muss begreifen, dass sie das mitmachen muss, dass einfach das zwischen Alt und Jung funktionieren muss. Und es ist so, dass mehr ältere Wähler ja gehen, aber die Jungen müssen aktiviert werden, zur Wahl zu gehen und einfach politische Parteien wählen, die neuen Wind reinbringen, die das aufreißen, die mal das aufreißen, das Hochdienen in der Partei. Wenn du nicht brav bist, dann kommst du nicht auf den Listenplatz oder die ganzen Dinge mehr. Das muss weg und damit hätte man eigentlich einmal vielleicht eine Chance, dass man sagt, mit neuen, jungen Parteien geht das. Gut, nicht, dass wir irgendwelche Parteien jetzt im Hinterkopf haben an diesem Abend, aber ja, dann Herr Kreller, Ihr Modell. Vielleicht muss ich etwas vorausschicken, und zwar, wir engagieren uns für das Modell, das ich dann vorstellen werde, etwa vor 15 Jahren oder seit 15 Jahren. Und wir hatten dies aus der damaligen gesellschaftlichen Situation heraus also entwickelt. Im Bereich der KAB, vielleicht als ein paar Anmerkungen dazu, bei uns sind es etwa 120.000 Mitglieder, die bei uns organisiert sind, in etwa 2.500 Gruppen, die sich insgesamt also über diese Frage von der Rentenpolitik natürlich in unterschiedlicher Art und Weise auseinandergesetzt haben. Aber zu unserem Modell selbst. Wir sind eigentlich der Auffassung, Solidarität als Grundprinzip unserer Gesellschaft ist kein Auslaufmodell.
Das heißt, dieses umlagefinanzierte System ist auf die Zukunft hin eigentlich nicht die Vergangenheit, sondern wird auch auf die Zukunft hin eine Zukunftsperspektive haben. Und das Modell selbst, das also wir hier mitentwickelt haben, haben wir auch überprüfen lassen vom IFO-Institut in München. Und das IFO-Institut selbst hat uns prognostiziert und auch festgestellt, erstens, es ist umsetzbar, zweitens, es ist finanzierbar. Damit haben wir schon einige wesentliche Argumente, die oftmals gegen ein Modell sprechen, ausgehebelt. Aber nun zum Modell selbst. Es gleicht in vielerlei Hinsicht, wahrscheinlich auch von der geschichtlichen Entwicklung her, also um den Vorstellungen der Vorredner. Aber es sind drei Phasen, die eigentlich, oder drei Grundelemente, die uns hier im Zusammenhang mit dem Rentenmodell prägen. Das erste ist die Sockelrente. Sockelrente unter dem Gesichtspunkt der Verhinderung von Altersarmut. Eine solidarische Bürgerversicherung für alle Einwohnerinnen und alle Einwohner in Deutschland selbst. Und die Grundlage dieses Modells bedeutet, wer im Endeffekt 50 Jahre in Deutschland lebt, hat also den vollen Satz also dieser Sockelrente auch erreicht. Wir haben ihn veranschlagt auf 420 Euro monatlich und dies wäre im Endeffekt also ein Rentenbeitrag, weil wir dies nicht über die herkömmliche Art finanzieren möchten, ein Rentenbeitrag etwa von 5,3%. Denn ähnlich wie das also hier formuliert worden ist, wir sind ebenfalls dafür, eine Einbeziehung aller Einkünfte in die Finanzierung, Beiträge auf die Summe der positiven Einkünfte, das heißt das, was in der Steuererklärung abgegeben wird. Also aus der Begründung heraus ist dies auch eine Ausgangslage der katholischen Soziallehre, wo es darum geht, dass es auch nicht nur eine Sozialpflichtigkeit des Bürgers gibt, sondern wo wir sagen, dieser Bürger selbst muss in gewisser Weise auch eine Sozialpflichtigkeit seines Kapitals einbringen. Und das kann nicht abgekoppelt werden von einer gesellschaftlichen Entwicklung, wenn sie am Gemeinwohl ausgerichtet sein will. Die zweite Stufe ist eine Arbeitnehmerpflichtversicherung. Man kann sich das so vorstellen wie das jetzige Modell auch, nur mit einigen Veränderungen. Die erste Veränderung ist hier angesprochen worden, Einbeziehung aller Personen Deutschlands in die Rentenversicherung. Ob das jetzt Pensionen sind, ob das jetzt die Abgeordneten sind, ob das auch die Selbstständigen sind. Also alle werden in dem Sinn also hier mit einbezogen. Also muss ich revidieren, die Selbstständigen sind in der Arbeitnehmerpflichtversicherung nicht drin, sondern in der Sockelrente mit einbezogen, weil das alle Bürger betrifft. Aber in der Arbeitnehmerpflichtversicherung wird dies also in gewisser Weise grundgelegt, dass hier im Endeffekt die Arbeitnehmer, alle, die in gewisser Weise abhängig sind, lohnabhängig und auf verschiedene andere Art und Weise ihr Einkommen dann abhängigerweise erzielen, mit einbezogen. Der zweite Punkt ist, dass wir, und zwar geht es auf eine Initiative der katholischen Arbeitnehmerbewegung aus den 70er Jahren zurück, wo wir sehr massiv durch viele Aktionen das durchgesetzt hatten im Bereich der Parteien, dass es eine Anerkennung der Erziehungszeiten gibt. Weil wir der Auffassung sind, Arbeit ist nicht nur Erwerbsarbeit. Also das heißt, auch Erziehung ist Arbeit. Und von daher gesehen haben wir voll und ganz auf dem FDP-Slogan drauf, Arbeit muss sich lohnen, denn dann bedeutet es auch Erziehungsarbeit muss sich lohnen. Und das bedeutet, dass man also hier im Endeffekt diese Erziehungsleistung, und es bezieht sich jetzt nicht nur auf Erziehung, sondern zukünftig dann auch auf Pflegeleistungen, entsprechend mit einbeziehen müssen. Und wir sind der Auffassung, wenn diese Erziehungsleistung auch entsprechend berücksichtigt wird und nicht nur mit 2 oder 3 Jahren, sondern wir sind der Auffassung, dies mit 6 Jahren zu berücksichtigen, um also deutlich zu machen, wie diese Leistung auch gesellschaftlich entsprechend honoriert wird. Der weitere Aspekt ist, wenn wir in der Sockelrente von allen Personen in unserer Gesellschaft einen, möchte jetzt mal sagen, Beitrag von 5,3% erwarten, dann ist in der Arbeitnehmerpflichtversicherung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine solidarische oder eine gemeinsame, gleiche, von gleichen Anteilen geprägte Leistung zu erwarten. Das heißt, das wären nach unserem Prinzip 7,35% an Rentenbeiträge, die hier einzubezahlen sind. Und diese Rentenbeträge, also 7,35% Arbeitnehmer und 7,35% Arbeitgeber und von allen Bürgern, diese 5,3%, diese würden ausreichen, um dieses Rentensystem entsprechend zu finanzieren. Denn in der dritten Stufe haben wir mit vorgesehen, dass natürlich auch im Bereich der betrieblichen Altersversorgung eine entsprechende Unterstützung mit eingebracht wird. Und weil die Arbeitgeber ja durch unser Modell im Grunde entlastet wird, was uns ja vielfach erstmal angekreidet wird,
sind wir in dieser Hinsicht auch eine Perspektive, dass eine gesetzliche Grundlage auch eingerichtet wird, dass es eine betriebliche Zusatzversorgung geben muss. Und dieser Freibetrag, der sozusagen den Arbeitgebern sozusagen entlastet ist, wird wieder einbezogen in diesen Bereich, also der betrieblichen Altersversorgung. Wir haben dieses Modell, wie gesagt, durchrechnen lassen. Es rechnet sich und es lässt sich umsetzen und es ist eine Möglichkeit, um also unser System insgesamt auf vollkommen neue Beine zu stellen. Die neuen Beine, die also dahinter stehen, bedeuten, dass wir ein Stück weit eine Abkehr machen von Erwerbsarbeit und in gewisser Weise einen Versuch starten, also alle Bürger in unserem Gesellschaft entsprechend in einem System mit einzubeziehen, um mehr Gerechtigkeit zu erzielen. Gut, dann danke ich schon mal für die Vorstellung aller Modelle. Ich denke, was wir heute zumindest schon mal heraushören können, ist, dass wir auf jeden Fall uns über dreistufige Systeme unterhalten. In der ersten Stufe, egal ob man das jetzt Sockelrenten nennt oder Grundversorgung, aber dass es auf jeden Fall für alle etwas geben muss in der ersten Stufe, dass man die Gesellschaft en gros eben da mitnimmt. Das zweite eben dann, wie gehabt, wer kann, soll dann einzahlen und dann dementsprechend auch mehr dann rausbekommen. Und dann ist halt jetzt noch der, ich sag's mal, dritte Teil, über den wir uns jetzt auch nochmal unterhalten wollen, zusätzliche Sachen. Das eine wäre die private Vorsorge und das andere die betriebliche Vorsorge. Ich denke, weil wir alle drei, wie wir hier sitzen, oder alle drei Vertreter, wie sie hier sitzen, ja, auch die betriebliche Vorsorge auch etwas im Fokus hatten, würde ich sagen, gehen wir mal auf die betriebliche Vorsorge ein. Jetzt stelle ich die provokative Frage, betriebliche Vorsorge, ist sie noch zeitgemäß? Hintergrund stellt für mich jetzt einfach mal dar, wenn man sich heutige Lebensläufe ansieht, sie sind ja hauptsächlich nicht mehr so, ich sag mal, linear, dass man sagen muss, man geht jetzt mit 16 in eine Firma rein und kommt dann mit heute jetzt 67 wieder aus der Firma raus. Die Realität heißt, dass man vielleicht noch Jobs hat, 2, 3, 4 Jahre am Stück in einer Firma, dann weiß man nicht, ja, bleibt man jetzt bei einer Großfirma, die international tätig ist, muss man zurück in den Mittelstand oder vielleicht dann doch sich vielleicht das ein oder andere Jahr nochmal privat durchschlagen. Also das heißt, wir haben Lebensläufe, die einfach unterbrochen sind, die nicht mehr geradlinig ablaufen. Daher würde mich jetzt mal interessieren auch, und da würde ich auch dann gleich mal wieder bei der KAB anfangen, betriebliche Altersvorsorge in der heutigen Form zeitgemäß. Sie haben gesagt, sie muss sein. Sie fordern sie ja auch. Aber jetzt mit den Problemen, die wir haben, auch im Hinblick darauf, wenn man sich mal Betriebe auch heute ansieht, also wenn man sich jetzt mal bei DAX-Unternehmen ein bisschen umguckt, wer da heute jemanden noch über 55 Jahre findet, der hat schon gute detektivische Arbeit geleistet. Wie soll das funktionieren? Es ist natürlich klar, dass im Bereich der betrieblichen Altersversorgung wir, also, möchte ich mal sagen, noch in den Kinderschuhen stecken. In gleicher Art und Weise mit der privaten. Es wurde ja einiges angesprochen in dieser Hinsicht, dass die Versicherungswirtschaft natürlich hier also ihren großen Gewinn wittert. Andererseits muss man wieder bedenken, also diese Kapitalsammelstellen, ich möchte es mal so bezeichnen, haben natürlich ein großes Ziel, dass sie ihre Gelder dann auch wieder anlegen auf dem Kapitalmarkt. Und die Verwerfungen, die wir da bereits erlebt haben in den letzten Jahren, sind ja doch gewaltig, wenn man hier insbesondere diese Situation der Spekulationen und dergleichen betrachtet. Und in Amerika gingen ja einige Pensionsfonds auch pleite. Und das heißt, dass die Menschen selbst haben also in gewisser Weise ihre gesamte Alterssicherung verloren. Aus der Begründung heraus stehen wir eigentlich schon dafür, dass wir sagen, es braucht also diese Umlagefinanzierung als die Grundlage selbst und dazu, also nur als Zubrot in dem Sinn, die betriebliche und die altersbedingte oder die private Versorgung. Wobei wir bestimmte Kriterien anlegen. Das eine ist, es muss transparent sein, wo also diese Gelder angelegt werden. Das zweite ist, es muss insolvenzsicher sein. Also die Frage ist, lässt sich ein Unternehmen auf die Zukunft hin noch mit einer Perspektive von 20, 30 oder 40 Jahren aufbauen? Kann es überhaupt gut sein, also die betriebliche Altersversorgung nur auf ein Unternehmen hin zu orientieren oder ist es eher günstiger, dies auf Branchen hin auszubauen, um also von daher gesehen also mehr an
Sicherheit zu gewinnen, denn die große Gefahr besteht ja immer, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn ein Unternehmen dann insolvent geht, dann in gewisser Weise auch alle Ansprüche damit verloren haben. Und das kann ja nicht Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit sein. Aus dieser Begründung heraus ist ein Aspekt der Anerkennung von betrieblicher Alterssicherung, der Akzeptanz dahingehend, dass dies auch steuerrechtlich berücksichtigt wird, der Gegebenheit, dass also hier diese Alterssicherung auch geschützt wird vor Insolvenzproblematiken, eine wesentliche Grundlage für die Zukunft. Gut, dann würde ich das gleich mal an den Vertreter der ADG weitergeben, der in der betrieblichen Altersvorsorge schwer unterwegs ist. Tja, die betriebliche Altersvorsorge ist ein ganz großes Thema, auch bei uns, denn einer der Kooperationspartner der ADG in der Kooperation ist der Vorstand der Vorstand bei der Firma Dornier und ist mit bei uns in der Kooperation als Vorstand natürlich prädestiniert für die Dinge. Und zwar gibt es Folgendes. Gründe für eine Betriebsrente. Und das ist, das war die Einführung einer zweiten Säule der Altersvorsorge in Form einer Betriebsrente, war die Vorstellung der Arbeitgeber. Eigentlich war der Grund für fachlich kompetente und firmentreue Mitarbeiter dadurch zu motivieren und an den Betrieb dauerhaft zu binden. Die Interessenslage war ausgeglichen, denn die Rücklagen dienten der Firma für die eigene Unternehmensfinanzierung. Die Politiker verfolgten verbunden mit den Lobbyisten der Versicherungsgesellschaft das Ziel, die Ausgaben für die gesetzliche Rente durch private Vorsorge zu ersetzen, wohl wissend, dass damit erhebliche Risiken auf den Betriebsrentner eingelagert werden. Und zwar. Und das führt dann natürlich zu den Missverständen in der betrieblichen Altersversorgung. Das gab es dann, wenn die Wechsler waren, das wurde angesprochen, wenn einer verlassen hat, dann hat er, wenn er bestimmte Anwartschaft, wenn er bestimmte Jahre in der Firma gehabt hat, ich kann das von der Firma Antonia sagen, wenn er also seine 10 Jahre gehabt hat und eine bestimmte Anwartschaft erreicht, der unverfallbar war und der dann später zur Rente dazukam. Das ist ja alles dann irgendwann einmal geregelt worden, sollte ja jetzt so sein, dass er die mitnehmen kann, die Anwartschaften, und das alles mit reingeht. Aber es gibt dann natürlich schon wieder neue Brisanz in der Anpassung. Das gibt also, dass sich die großen DAX-Firmen zum Beispiel um die Betriebsrenten fast gar nichts mehr kümmern. Die haben die alle ausgelagert und an Treuhandfirmen gegeben. Das heißt, der Zustand der Betriebsrenten ist zum großen Teil eingefroren, was bei vielen kleinen Firmen auch mittlerweile der Fall ist. Das geht zurück auf 20 und mehr Jahre, dass einfach die Firmen gesagt haben, die ganze Betriebsrenten waren ja, wenn man das richtig überlegt, eigentlich auf Zuwachs der Firma ausgelegt immer. Aber die Zuwächse waren ja nicht da. General Motors zum Beispiel wäre pleite gegangen, wenn nicht der Staat eingegriffen hätte aufgrund der Zusage innerhalb der Betriebsrenten, weil die das gar nicht mehr erwirtschaften konnten, was die Renten dann fällig waren und so. Und darum hat man das versucht, das ganze System zurückzufahren und verlagert dann sehr viel auf Treuhand und so weiter. Das ist das Problem. Wenn das richtig geregelt ist, dann ist das betriebliche Versorgung, dass man die erworbenen Anteile mitnehmen kann, dann ist das natürlich eine feine Sache. Dann ist das natürlich schon ein besseres, ein zweites Bein. Und so sollte man das auch sehen. Aber wie gesagt, und dann gibt es natürlich noch etwas. Die betriebliche Altersversorgung ist ja unterschiedlich geregelt, auch in der Anpassung der Rentenerhöhungen. Die Rentenerhöhung, das geht so nach den sogenannten Preisindexes, und ist eigentlich bei den meisten betrieblichen Betrieben, bei den Betriebsrenten, alle 3 Jahre fällig. Und alle 3 Jahre wird verhandelt bei den Betriebsrenten, um wie viel die steigen. Und wenn man das anschaut, dann muss man eigentlich sagen, ich bin auch ein Bezieher einer Betriebsrente, dann muss ich sagen, ich finde das wesentlich angenehmer als die Steigerungen innerhalb der Rente, weil die betragen zum Teil bis zu 5 und 6%. Eben nach den Lebenshaltungskosten berechnet, nach den Indizes mit alles drum und dran. Ist aber zum Teil nicht Verpflichtung. Und was bis jetzt noch dazu kommt, wo sich viele Firmen davor drücken, und das sollte man auch wissen, ist, dass dies von dem Arbeitnehmer gefordert werden muss. Das ist keine Bringschuld, sondern das ist eine Hohlschuld. Der muss es einfordern. Das sind also die Dinge, die bei der Betriebsrente zu beachten sind. Und wie gesagt, es gibt ein großes Risiko, das ist bei der Umverteilung durch Auslagerung und durch die Rückstellungen. Viele Firmen, die plötzlich Not haben, gehen auf die Rückstellung, haben Zugriff auf die Rückstellung und bringen das Kapital aus der Rückstellungen in die Firmen mit ein. Also es ist eine ganz heikle Sache und gehört ganz genau geregelt vom Gesetzgeber, wenn das allgemein ist. Bislang gibt es ja nur ungefähr 10% Betriebsrentner. Und die Betriebsrente im Schnitt beträgt in der Bundesrepublik um die 440 Euro. Mauri,
Betriebsrente. Thema Betriebsrente, ja, richtig. Das ist, jetzt kommen wir natürlich zum Piratenproblem. Die Bundespartei hat zur Betriebsrente nichts. Aber wir in Bayern haben was. Wir haben in Bayern hier eine feste Position, ein Positionspapier, das hier auch von den bayerischen Piraten sehr positiv befürwortet wurde. Aber in Bayern waren wir schon immer ein bisschen Stückchen weiter als im Bund. Deswegen haben wir hier eine eindeutige Aussage zur Betriebsrente. Denn wir halten sie für extrem wichtig. Zum Thema Perspektive nochmal für den Jungen. Die haben ja keine geordneten Arbeitsverhältnisse mehr, wie wir es früher gehabt haben. Sondern die haben Zeitarbeitsverträge, die wechseln ihre Jobs, die haben Projekte. Wir wollen, dass, wenn sie arbeiten, dass sie eine Betriebsrente kriegen. Und zwar von jedem Betrieb. Und dass sie diese Ansprüche auch mitnehmen können. Wir wollen eine obligatorische Betriebsrente für jeden Betrieb und für jeden Arbeitnehmer. Und das ist ein zusätzlicher Baustein für die Altersversorgung. Natürlich muss auch diese Betriebsrente insolvenzgeschützt sein. Das ist eben ganz wesentlich. Wenn die Firma pleite geht, ja, und sie nicht entsprechend ausgelagert hat, hat natürlich der Arbeitnehmer nichts davon. Dafür können und müssen wir sorgen, dass geht. Die Betriebsrente war mal eine Zeit lang in Deutschland recht weit verbreitet. Mittlerweile ist sie extrem stark zurückgegangen. Und wir wollen das konsequent wieder einführen. Aber wir wollen, dass sie eben nicht nur bei den Großunternehmen eingeführt wird, um eben gute Mitarbeiter zu halten als Lockmittel, sondern dass auch der kleine Malermeister seine 2, 3 Mitarbeiter mit einer Betriebsrente ausstatten kann. Denn warum sollen denn diese Leute schlechter gestellt werden als jemand, der beim Großkonzern arbeitet? Deswegen also Betriebsrente obligatorisch für jeden Betrieb, insolvenzgeschützt und mitnahmefähig. Das ist die Position, die wir jetzt in Bayern haben. Und so wie ich unsere Arbeit hier bei den Piraten kenne, ist das auch nächstes Jahr im Programm der Piratenpartei auch im Bund drin. Ja, Betriebsrente haben wir ja in der letzten Woche, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, ist durch die Presse gegangen, dass auf europäischer Ebene jetzt die gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen wurden, dass eben die Betriebsrenten jetzt auch länderübergreifend mitgenommen werden können. Würde mich jetzt dann auch zu der Frage verleiten lassen, kommen wir eigentlich in Deutschland mit einer Eigenlösung überhaupt noch klar? Das heißt, können wir uns eine eigene Lösung für unser eigenes Land überhaupt noch erlauben oder müssen wir tatsächlich jetzt die europäische Perspektive in allen, egal welche Vorschläge wir jetzt haben, immer mit einfließen lassen? Vielleicht mal von Ihnen. Es wird natürlich in Zukunft immer schwieriger, eigene Vorschläge durchzubringen, denn wir kennen ja die Macht des Europaparlaments. Und wenn da beschlossen wird, dann sagen unsere Politiker, stehen stramm und sagen, ja, an das müssen wir uns halten. Und meistens ist das also in sehr vielen Fällen nicht oft zugunsten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, manchmal doch. Aber wie gesagt, es wird mehr und mehr Einfluss gewinnen in Europa. Da muss auch das Ziel von jungen Parteien sein, in Europa mitzuwirken. Das ist im nächsten Jahr ja dann die Frage und das ist ganz dringend, dass wir da sind. Es gibt Parteien, Frankreich hat zum Beispiel Rentner im Europaparlament, die da schon vorhanden sind. Da kann man also, da gibt es genügend Kontakte, mit denen man dann drüber verhandeln könnte, wo man Gemeinsamkeiten findet, Programme findet, Aktionen findet, dann auch im Europäischen Parlament. Aber es natürlich, wir sind abhängig vom Europäischen Parlament. Und ob unsere Rechtsprechung dahingehend so weit kann, besser wäre es zum Beispiel, wenn zum Beispiel die Rechtsprechung für die Rente oder für die direkt vom Europäischen Parlament käme und sagen, dann gibt es heute kein Zwei-Parteien-System mehr, Pensionen und Renten, sondern dann wäre alles zusammengefasst und hätte einheitliche Regeln. Das wäre natürlich der Idealzustand, aber das ist ein Traum. Herr Greller? Also ich würde es mir wünschen, wenn es eine Möglichkeit gäbe, hier gemeinsame Regelungen auf europäischer Ebene herbeizuführen. Ich wäre schon sehr froh, wenn es gelingen würde, dass die Anerkennung der Rentenansprüche als Beispiel auch in den jeweiligen Ländern nicht erlöschen, wenn die betreffende Person sein eigenes Land verlässt und woanders hinzieht, sondern in gewisser Weise diese Rentenansprüche erhalten bleiben und in gewisser Weise dann auch weiterhin aufbaufähig sind. Aktuell erlebe ich eine andere Situation. Die andere Situation bedeutet, dass in der europäischen Entwicklung die Wettbewerbssituation eine sehr zentrale Rolle spielt in den jeweiligen Ländern, welche Güter produziert werden und zu welchen Lohnkosten die produziert werden. Und im Bereich des Wettbewerbs geht es ja nicht nur um die Frage von guten Produkten, sondern es geht auch um die Lohnkosten. Und wir erleben derzeit die Situation, ob das Griechenland ist oder andere Länder,
dass im Endeffekt die Lohnstückkosten kontinuierlich gesenkt werden. Und Lohnstückkosten senken gehen in erster Linie auf die Sozialleistungen. Das heißt, es wird derzeit ein Wettbewerb über die Sozialleistungen aufgeführt. Auf der einen Seite dort senken und auf der anderen Seite in Deutschland, insbesondere in den Firmen, wo es floriert, die Sozialleistungen aufbauen, also zusätzliche Betriebsrente, zusätzliche Leistungen mit einzubeziehen. Das heißt, wir erleben derzeit eine Spaltung im Bereich der Sozialleistungen in Europa, die sind immens. Also von daher gesehen wäre es zwar schön, wenn es gelingen würde, meine Hoffnung ist eher knapp über null, aber die Perspektive, dass es uns gelingt, zumindest die Ansprüche, die Personen in den jeweiligen Ländern erwerben, dann auf die Zukunft hin zu erhalten, das denke ich, das muss sich auch auf die Zukunft hin durchsetzen lassen. Mauri? Wir sind ja eine internationale Partei als Piratenpartei und natürlich würde ich mir wünschen, dass wir eine gemeinsame europäische Lösung finden würden. Andererseits sind wir allerdings noch klein und jetzt gehe ich mal wieder von Deutschland aus, wir sind auch hier noch extrem klein und auch noch nicht in vielen Parlamenten vertreten. Aber unser Motto ist Kooperation statt Konfrontation. Das heißt, wenn uns die Wähler das Mandat geben und wir wenigstens ein bisschen mitreden können, dann werden wir versuchen, bei den großen Parteien dieses Thema voranzutreiben. Und viele Themen, wie wir viele Themen vorantreiben werden, die für uns wichtig sind. Und wo wir meinen, dass gerade bei jungen Leuten das eine Thematik ist, die Unterstützung braucht. Und wenn wir es hier in Deutschland schaffen könnten, beim Thema Rente etwas zu bewegen, dann können wir es vielleicht auch in anderen europäischen Ländern schaffen, weil wir dann Vorbild wären für andere Piratenparteien in anderen europäischen Ländern. Das ist eine Zukunftsvision, aber wenn man keine Vision hat, dann darf man auch keine Politik machen. Gut. Was in der heutigen Diskussion auch mal aufgetaucht ist als Argument, dass wir heute noch vor allem, was die Rentenfinanzierung angeht, noch in den Nachwehen der Wiedervereinigung sind. Ich denke, wir sind uns hier vorne einig, dass man jetzt den ehemaligen Bewohnern der DDR keinen Vorwurf machen kann, wie das jetzt gemacht wurde, weil das sind ja eigentlich Fehler, die hausgemacht sind. Trotz alledem haben wir es hier jetzt doch mit einer klaren, gesellschaftlichen Furche zu tun, dass wir die Situation haben, die DDR, traditionell auf Arbeit ausgelegt, also das heißt, beide Partner sind in Lohn und Brot gewesen, haben eben auch dadurch eben ihre Rentenansprüche durch den Wiedervereinigungsvertrag zugesichert bekommen. Im Westen, wo eben, wurde ja auch schon angewendet, vor allem die Versorgung und Beaufsichtigung des Nachwuchses sehr schwierig war, hat halt Frauen dazu gezwungen, zu Hause zu bleiben, was im ersten Augenblick nicht das Problem war, weil das Auskommen des Mannes durchaus en gros genügt hat, um eben das eben auszugleichen. Dennoch haben wir es jetzt so, und das sind auch die Anzeichen, dass wir es jetzt mit Altersarmut im Westen heftiger zu tun haben als teilweise im Osten. Das sind jetzt Altlasten, die wir haben. Wie gehen wir damit um? Mauri, wie würdest du das beurteilen? Nach unserem System relativ einfach. Wir fordern ja eine Basisrente, die Teilhabe am menschenwürdigen Leben ermöglicht. Und damit hätten wir auch eine Höhe, die auch den Menschen hier, die jetzt nicht dieses Rentenniveau haben, wie es derzeit ist, auch die Teilhabe ermöglicht und vernünftig leben können. Und damit wäre für mich persönlich das Problem erledigt. Ja, das ist ein weiter Weg dahin. Aber so sehe ich es eigentlich, und das würde auch die Verwerfungen zwischen Ost und West lösen. Kleinen Moment noch, wir machen das noch durch und dann gebe ich sofort an das Problem weiter. Was sagen die KAB dazu? Auf der einen Seite ist natürlich richtig die Frage mit der Sockelrente, das ist der eine Punkt, aber wir sehen das nicht nur unter dem Gesichtspunkt, wie ich das vorhin erwähnt habe, auch unter dem Bereich, also der Erziehungsleistungen von Männern und Frauen, möchte jetzt einmal in dem Sinn nochmal betonen. Und die zentrale Frage ist, ob diese Leistung dann anerkannt wird. Denn es ist beschämend, muss ich dazu sagen, wenn wir bei verschiedenen Podiumsdiskussionen Situationen erleben, dass ältere Frauen in erster Linie oder ausschließlich, muss ich dazu sagen, also aufstehen und sagen, ich habe also 4 Kinder erzogen, alle sind erwerbstätig, alle zahlen in die Sozialversicherung ein und ich selbst habe einen Rentenanspruch erworben, der bewegt sich derzeit bei 200
380 Euro. Also das heißt, also würde man das nach anderen Kriterien organisieren, der Familienclans wäre diese Frau hervorragend abgesichert und hätte also in gewisser Weise ein soziales Auskommen in unserer gesellschaftlichen Situation, wo die Solidarität auf einmal für sie dann sich sehr negativ auswirkt, ist es natürlich eine katastrophale Entwicklung. Aus der Begründung heraus ist es notwendig, hier entsprechende Bedingungen zu finden, denen es ermöglicht, dass also jeder mit seinem Renteneinkommen dann auch auskommen kann. Gut, Herr Lampel. Es ist natürlich klar, dass bei uns im Westen, ich habe das erlebt auch mit Rentenberatungen, ich bin Seniorenvertreter auch bei uns in der Gemeinde und komme ja immer wieder die Klagen, wenn die Leute kommen und fragen um die Rentenberatung. Es ist tatsächlich so, dass bei uns in München sich sehr viele Frauen, speziell jetzt Frauen, das Wohnen in München und das Leben in München nicht mehr leisten können. Das sagt der Rentenberater, sagt es ganz offen. Es geht einfach nicht, da ist ein Umzug, da findet statt, und zwar, dass Leute wegziehen nach Ostfriesland oder in den Osten, was eigentlich die gar nicht wollten, die ihr Leben lang da gelebt haben, ganz einfach, weil die nicht mehr in der Lage sind, für einen Lebensunterhalt aufzukommen hier im Westen. Und das muss man sehen, und das ist die Altersarmut, die auf uns zukommt. Und dann kommen wir zu der Sockelrente, die ist sehr, sehr gut. Nur wenn ich jetzt eine Sockelrente habe hier in München von 800, dann bin ich noch an der Armutsgrenze, habe ich aber Sockelrente in Görlitz mit 800, dann kann ich schon einkaufen. Also das sind Dinge, die alle bedacht werden müssen. Wo geht das und wie kann man das lösen und wie kann man das machen? Es gibt auch in der Autoversicherung Tarifgebiete mit weniger Unfälle, die zahlen halt weniger in der Versicherung und haben die ganzen Dinge mehr. Also es ist ein ganz heikles Thema, glaube ich, diese Sockelrenten mit allem drum und dran oder Mindestrenten. Vielleicht als Ergänzung dazu, von unserem Modell haben wir die Sockelrente so bemessen, dass die unabhängig des Wohngeldes ist, genau diese Situation zu berücksichtigen, dass natürlich die Mietverhältnisse unterschiedlich sind, ob ich hier in München bin oder in Marktredwitz, wo ich vor kurzem noch also zum Beispiel so eine größere Diskussion geführt habe. Gut, ich würde jetzt die Gelegenheit nutzen, auch hier dem Auditorium Gelegenheit zu geben, Fragen zu stellen. Ich habe schon eine Frage schon angezeigt bekommen, zwei Fragen. Ich würde sagen, wir nehmen immer zwei Fragen zusammen, dass wir die dann abarbeiten und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Gut, die erste Frage hier vorne. Ich befasse mich mit dem Thema nicht nur unter dem Aspekt, dass ich jetzt also auch in diese Gruppe der notleidenden Rentner reinkomme, sondern auch deswegen, weil es mich als ausgebildeter Sozialwissenschaftler brennend interessiert, also wie diese Gesellschaft, also mit diesem Thema umgeht. Ich darf vorab Ihnen allen ein Kompliment machen, also dass Sie noch nicht gleich den gleichen Kurs haben. Okay, spricht ja für die Diskussion. Tatsache ist aber, dass Sie sich sehr eng genähert haben und ich finde auch gut, dass man dieses Thema jetzt so vehement angeht. Stichwort vehement, was ist vehement? Der Lampel hat immer von zukünftig geredet, also dass es immer schlimmer, in Zukunft immer schlimmer wird oder es immer enger wird für Rentner in Bayern zu leben, dass sie ausweichen müssen nach Ostfriesland. Ich glaube, die Futurbezeichnung, glaube ich, kann man rauslassen. Das ist schon Fakt. Das ist Fakt. Ja, also ich will Sie aber nicht korrigieren, ich wollte es nur ergänzen aus dem Wissensstand, den ich habe. Stichwort Altersarmut, Stichwort Mindestrente. Wo fängt denn bitte die Altersarmut nach Ihrer Definition an? Mir ist bekannt, die statistische Zahl 952 Euro pro Nase. Unter der Zahl ist die Altersarmut danach gewiesen. Ihre Modelle von Sockelrente etc. pp. Bewegen sich aber alle, wenn ich das richtig rausgehört habe, jetzt unter 952. Das heißt, also da ist ja doch die Altersarmut dann eingebaut. Oder habe ich das falsch interpretiert? Und bei mir haben Sie es falsch interpretiert, weil ich keine Zahlen genannt habe. Und wir auch hier in dem Fall keine Zahlen nennen. Natürlich ist es schade, aber ich finde es auch nicht richtig, eine Zahl zu nennen. Denn eine Zahl, die heute richtig sein mag, kann in 5 Jahren vollkommen falsch sein. Und natürlich stimme ich auch den Kollegen zu, wo Sie vorher gesagt haben, in München brauche ich einen anderen Betrag als jetzt zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern. Aber auch da muss ich differenzieren. In München habe ich eine wunderbare infrastrukturelle Versorgung, die ich auf dem Land zum Beispiel nicht habe. Dann habe ich wieder andere Kosten. Das muss also schon genau ausgerechnet werden, wo ich wie viel Geld benötige. Aber wenn Sie eine Zahl hören wollen, dann kann ich Ihnen ganz einfach die Schweizer Zahlen mal einfach nur so nennen. Ja, aber die sind jetzt auch nicht so extrem hoch. Wenn jemand in Zürich wohnt, wird er auch sagen, die Basisrente in der Schweiz ist zu niedrig. Zumindest für Zürich, was auch mit Sicherheit stimmen mag. Aber grundsätzlich geht unser Prinzip dahin, wir sagen, es soll
eine würdige Rente sein. Das heißt, dass ich nicht wirklich so knapp über der Armutsgrenze bin, dass ich schon wirklich wieder betteln muss. Wie viel das jetzt genau sein wird? Machen wir so, bitte, dann sagen Sie noch mal bitte, wo aus Ihrer Sicht die Armutsgrenze liegt. Da mag ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht festlegen lassen, weil das, wie gesagt, ganz schwierig. Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. In München schaut das vollkommen anders aus, als wenn ich jetzt im Bayerischen Wald gehe. Da habe ich vollkommen andere Kosten. Und das muss ich auch berücksichtigen. Und da gibt es Experten, die sollen sich dann wirklich zusammensetzen und sagen, wie viel Geld brauche ich für ein vernünftiges Leben in München und wie viel Geld brauche ich in der Kamerau. Ja, das ist einfach so. Da kann ich, wenn ich Ihnen jetzt hier eine Zahl nennen würde, dann wäre das vollkommen unglaubwürdig. Also die Zahlen beim Aldi, also der Mieter war genau das gleiche wie in München. Da zahle ich dasselbe, aber ich habe halt ganz andere Mietkosten, ich habe ganz andere Transportkosten und ich möchte mich jetzt nicht in dasselbe Boot werfen lassen wie viele andere Politiker, die Ihnen jetzt irgendeine Zahl vor die Nase setzen, die Sie sowieso nicht halten können. Wir wollen langfristig eine vernünftige Lösung für die Leute finden und ich kann Ihnen keine Zahlen nennen, ich will Ihnen auch keine Zahlen nennen. Es wird genug Experten geben und bei uns Piraten gibt es eben genug Experten. Wir haben diese Schwarmintelligenz, wenn wir uns mit dieser Problematik beschäftigen werden, in welcher Region brauchen wir wie viel Geld, damit jemand menschenwürdig leben kann, dann werden Sie diese Zahlen von uns bekommen. Das ist machbar. Gut, die zweite Frage. Ja, erstens die Sprache mit dem europäischen. Wenn Sie überlegen, dass in Europa die Altersgrenze für Rentner zwischen 58 und 67 liegt, da kommt das Gleiche rein, also das ist schon mal eine große Schwierigkeit. Zweite Sache, Steigerung der Renten, das ist das größte Problem, die steigern das nicht. Die bauen ja nur an die Bezug des Politikers binden oder die Steigerung der Pensionen, da werden sie sich was einfallen lassen. Ihre Frage? Ja, die Frage, kann man das nicht einfach so machen? An die Politiker und der Pension, an die Renten. An die Renten. Es ist so, dass wir von der ADG auch sehr viele Sozialgerichtsprozesse besuchen. Das heißt, wir unterstützen Leute. Wir machen zum Beispiel, wir bringen raus bei uns, wenn wir unserem ADG-Forum Einspruch gegen den Rentenbescheid, der wird eingereicht dann im Sozialgericht und das Sozialgericht macht dann einen Termin und dann sind wir dort. Dann heißt es, aha, und wenn die dann zum Beispiel unseren Chef sehen, dann sagen sie, oh, der Teufel hat bitte mal nichts Besseres zu tun, als wie Richter zu ärgern. Und dann erfahren sie da drin, laut lächelnd, beide Systeme sind nicht vergleichbar. Politiker und Beamte sind anders zu behandeln als wir Arbeitnehmer. Und das ist sei so und das ist so und ist auch nicht veränderbar. Die sehen also überhaupt keinen Grund, da einzugehen, auch wenn der Richter dann hinterher sagt, im Grunde tut es mir eigentlich leid, aber es ist so. Und die Rentenerhöhung der Politiker und der Beamten. Die Beamten haben es ja leicht, die brauchen ja nicht einmal streiken. Die haben die Werte und die schicken die öffentlich Bediensteten vor und übernehmen dann von denen, was die kriegen, wird halt dann bei denen übernommen. Darum sagen die ja, wir dürfen ja nicht streiken. So zum Beispiel. Und dann kommt das natürlich raus und das geht natürlich nach den Lebenshaltungskosten. Und die werden natürlich angepasst, viel eher und viel mehr. Darum waren ja auch zum Beispiel die Zeitungen diese Woche ja voll, speziell von einer Zeitung, wo ich das nie vermutet hätte, die ich auch selber gar nicht lese, das war die Bild-Zeitung, die Pensionen sind 10-fach mehr gestiegen als wie die Renten. Das ist das Problem, dass wir einfach kein Recht haben. Warum? Weil wir keine Lobby haben, die uns vertritt im Parlament. Das ist das Ganze, wir haben das nicht. 80% der Abgeordneten sind Beamte. Ja, oder ja, so, es ist so. Wir haben einfach, Arbeitnehmer haben keine Lobby. Also die ganzen Rentner sowieso nicht. Das ist das Problem, das wir drin haben. Schauen Sie sich doch einmal das an, die Parlamente, die Zusammensetzung. Dann sehen Sie doch das, dass da irgendwas ändern muss, dass einfach neue Sachen reinkommen müssen. Sonst kommen wir nie aus der Misere raus. Ich glaube, auf die erste Frage nochmal zurückzukommen, vielleicht zum Thema, wo fängt Armut an? Da könnte man vielleicht nochmal den KAB fragen. Wo fängt für Sie eigentlich Armut jetzt an? Als jetzt einmal katholischer Verein sehen Sie ja natürlich auch in den Häusern teilweise etwas mehr, weil Sie dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr Einblick haben. Das ist richtig. Von unserer Seite aus, ähnlich wie das hier angesprochen worden ist, leisten wir ja Arbeits- und Sozialrechtsberatung und auch gerichtliche Vertretung und Rentenberatung in vielerlei Hinsicht und werden natürlich auch mit der Frage von Armut konfrontiert. Aber ich nehme mal eine Anleihe auf einer ganz anderen Ebene im Zusammenhang mit Armut. Man kann es natürlich sozialwissenschaftlich also herleiten unter verschiedensten Gesichtspunkten. Und wir gehen aber jetzt eher in die gesetzliche Grundlage rein und sagen, was ist die Lohnpfändungsgrenze in Deutschland?
Und die Lohnpfändungsgrenze liegt bei 9,75 Euro vom Lohn her gesehen. Das heißt, dass mein Mindestlohn, wie auch von Gewerkschaften gefordert, mit 8,50 Euro ist noch immer unter der Lohngrenze, also Lohnpfändungsgrenze. Das heißt, es ist wesentlich mehr erforderlich, damit also in gewisser Weise ein würdiges Leben und ein anerkanntes und ein Leben mit Beteiligungsformen auch in der Gesellschaft ermöglicht werden kann. Und dieser Aspekt hat natürlich uns auch intensiv beschäftigt, wo wir sagten, ja, wir schauen das also konkret aus. Es ist notwendig, in gewisser Weise eine bestimmte Sockelung herbeizuführen. Also hier in dem Sinn, wo im Grunde jeder Bürger, unabhängig, ob er gearbeitet hat oder nicht gearbeitet hat, aber im Endeffekt eine Sockelrente erhält von 420 Euro. Und auf diese 420 Euro, da kommt die Rente drauf, die also die betreffenden Personen im Erwerbsleben erwirtschaftet haben. Von daher gesehen steigen in gewisser Weise automatisch die unteren oder die kleineren Rentenbeiträge. Und es ist auch so, aufgrund dieser Gegebenheit, dass die hohen Rentenbeiträge abschmelzen. Also diejenigen, die hohe Rentenansprüche haben, die werden auf die Zukunft hin weniger bekommen. Es ist auch eine Umverteilung innerhalb des Rentensystems, um also Altersarmut in gewisser Weise zu reduzieren oder einzuschränken. Also konkret auf die Größe hingesehen, wie das für uns im letzten Jahr mitdiskutiert worden ist und wo wir uns darauf geeinigt haben, 420 Euro plus die entsprechende Wohngeldzahlungen, die also mit erforderlich sind, plus also falls also hier die 420 Euro sozusagen ohne Arbeitnehmer Rentenbeteiligung erzielt werden, wäre das nachher vom Wohngeld her natürlich gerechtfertigt. Ansonsten kämen die eigentlichen Rentenansprüche dazu, die jeder selbst also auch erworben hat. Gut, Mauri? Ja, ich habe noch Zahlen für Sie gefunden. Jetzt. Und zwar sind die Zahlen von der Deutschen Rentenversicherung vom Statistischen Bundesamt, wenn es eben auch um Mindestlöhne geht, weil momentan diskutieren ja die Parteien über Mindestlöhne. Ja, die kenne ich auch, aber ich meine, ich wollte ja die Zahl aushören, also würde ich Sie den Kopf hinhalten. Ich kann Ihnen sagen, dass diese Zahl mir deutlich zu wenig ist, die möchte ich trotzdem erwähnen. Und zwar gehen wir hier aus vom Stundenlohn von 10,80 Euro und bei einer 40-jährigen Beschäftigung würde eine Rente rauskommen von 708,92 Euro. Bei 51% Niveau, Rentenniveau. Aber wir kommen ja, wenn es so weitergeht, auf ein Rentenniveau von 43%. Und da sind wir bei einer Rente von 597,71 Cent. Und dann kann ich Ihnen sagen, das wäre mir persönlich zu wenig. Also die Rente in der Schweiz in der ersten Stufe beträgt 1.000 Euro. Und das heißt, das ist also die Mindestrente, sowas, was in der Schweiz rauskommt. Die zweite Stufe ist natürlich höher, das ist ja dann die Arbeit, die Rente. Aber das ist die erste Stufe, also rund 1.000 Euro. Ich habe die genauen Zahlen für Sie in Franken. 13.920 Franken. Ja, also rund 1.000 Euro. Und die Maximalrente sind 27.840 Franken im Jahr. In der ersten Stufe? Ja. Die ist begrenzt, in der ersten Stufe ist die Maximalrente begrenzt. Also wenn Herr Ackermann seine 30.000 Euro pro Monat einzahlt, dann kriegt er auch noch diese Rente in der höchsten Stufe mit 27.000 Euro. Jetzt schaue ich nochmal nach, damit ich Ihnen nichts Falsches sage. 27.840. Und das ist auch der Grund, warum wir diese zweite Stufe mit der Betriebsrente auch fordern, damit es eben nach oben weitergeht. Dann bekommt also der Herr dann 27.000 Euro. Gut, Schweizer Franken. Das sind also dann ungefähr 24.000 Euro. Gibt es weitere Fragen? Moment. In der Schweiz ist es dann pro Person oder ist es für das Ehepaar? Nein, pro Person, selbstverständlich, Persönlichkeitsrente immer. Gut, hier war eine Frage. Bezüglich von dem Drei-Säulen-Modell eine Frage. Wenn man also jetzt diese Grundrente nimmt, die ja jeder kriegt, dann kommt also dazu, wie Sie gesagt haben, die Betriebsrente, dass der Arbeitgeber da vielleicht mehr übernimmt, weil er den halten will und so. Also wirkt sich das auch aus dann bei der Rente. Und dann halt die Reichen, die können dann nur draufsatteln mit ihrer Kohle da, dass da richtig schön was rauskommt. Aber da muss ich jetzt sagen, wenn man das mal so ganz in die Tiefe geht und das überlegt, dann wird ja das Problem wahrscheinlich wieder genauso ausschauen. Weil wenn der Arzt, sagen wir, 1.000 Euro Rente kriegt, sagt man, wunderbar, 1.000 Euro. Aber der Markt, der wird ja von denen diktiert, der die Kohle hat. Und der wird sie wieder irgendwo das Diktat machen und so, oh, der hat jetzt 1.000 Euro Rente. Und wenn Sie heute schon schauen, Sie zahlen für ein Kilo Kirschen, zahlen Sie 3
oder 4,90 Euro, ich rede jetzt noch einmal in D-Mark um, das sind fast 10 Mark, die ich für ein Kilo Kirschen zahlen muss. Und dann sagt er mir wieder, der mit seinen 1000 Euro, das wird durch diese Preissteigerungen, was sich also die Obere, die ja uns diktieren letzten Endes, diese Leute von der Wirtschaft, die werden das wieder so einrichten, dann gibt es wieder die unteren Rentner, dann gibt es halt wieder die mittleren Rentner und wieder die oberen Rentner und dann sind wir wieder genauso weit. Und dann denke ich halt, dass man das überhaupt nicht mit Grundrente und dann nochmal draufzahlen, wenn man kann, sondern die Löhne allgemein so hoch steigern, dass auch jeder das Gleiche hat. Also wissen Sie schon, weil die Wirtschaft diktiert uns ja, was wir zahlen müssen. Nicht der Kleine, der will keine Kirschen für 93. Und da wird halt wahrscheinlich das genauso wieder ausschauen. Da gibt es die unteren dann, die gerade so hinkommen mit anderen 1000 Euro. Was wäre jetzt Ihre Frage, wenn ich da mal kurz nachdenken darf? Und an wen? Ob das System wirklich richtig ist. Also, wenn ich dazu was sagen darf, aus der eigenen Erfahrung. Man merkt ja immer, dass also die Eltern speziell dazu tendieren, das in D-Mark zu sehen und in Euro zu sehen. Und ich kann ein Beispiel geben aus der D-Mark-Zeit vor der Wende, ins neue Jahrtausend, da sind wir zum Euro gekommen sind. Ich hatte eine Tante, die war Schneiderin von Beruf. Die haben von Haus aus schon immer wenig Geld verdient. Die ist in Rente gegangen mit allem drum und dran und hatte 1986, 87 hatte die 1000 Mark Rente. Die 1000 Mark, da hatte sie eine Wohnung, sie wohnte in München, in der neuen Heimat, hat in der neuen Heimat 290 oder 310 Euro bezahlt, die hat mit 1000 Mark ihren Lebensunterhalt bestritten. Das sind heute 500 Euro, das ist die Armut. Müssen Sie mal verarbeiten, wie sich das gewandelt hat, was da passiert ist. Und das ist, es ist so. Und das ist einfach, dann kann man nicht sagen, was ist Altersarmut mit irgendwo beieinander. Das ist sehr schwierig. Wenn ich halt sage, einer hat, wenn wir schauen, die Menschen in München müssen ja auskommen, der Durchschnitt der Rentner geht mit 940 Euro nach Hause. Die Maximumrente, und jetzt sind wir wiederum dabei, ist ja auch, wenn man sagt, wie wollen Sie die Maximumrente begrenzen? Jetzt sage ich mal ganz ein offenes Wort. Ich habe 47 Jahre gearbeitet. Von den 47 Jahren habe das Glück gehabt, ich habe einen Lehrberuf gemacht. Nach dem Lehrberuf habe ich das Glück gehabt, dass ich mit bei den Besten war, habe eine Weiterförderung gehabt, habe dann in 7 Jahren mein Studium das am Abend nachgemacht, habe während der ganzen Zeit gearbeitet und bin einer von den 0,2% Rentnern, die knapp über 2000 Euro haben. Und da muss ich 47 Jahre arbeiten. Volles Rohr. Habe von den 47 Jahren habe ich 38 Jahre Höchstbeiträge einbezahlt in die Rente. Vergleichbar in der Luftfahrt, für mich waren Leute aus dem Luftfahrtbundesamt, aus anderen verschiedenen Dingen, mit denen ich zusammengearbeitet, für die ich zum Teil die Arbeit gemacht habe, aus 16, die haben das 2,5-fache von dem, was ich heute habe. Gut, aber Betriebsrente ist ein ganz anderes Thema. Aber wenn ich mal schaue, was kommt bei der Rente raus? Was ist das eigentlich noch? Wie viel bewegen wir uns? Wir bewegen uns wirklich bei der Rente, bei den meisten, bei 940, 50 bis Maximum 1200 Euro. Und das ist schon... Aber das war jetzt nicht so direkt meine Frage, sondern ich wollte wissen, ob nicht wieder 3 Schichten entstehen dadurch. Weil wenn die Ware wieder teurer wird, dann hat der mit seiner Grundrente, wo er halt dann kriegt, sitzt der wieder... Dann sind wir bei der Einheitsrente, oder? Nein, nicht Einheitsrente, aber man müsste von den Stundenlöhne her das schon so steuern, dass man wirklich durchziehen kann. Ja, das ist die freie Marktwirtschaft und die Politik kann einfach. Das ist das. Aber so wie das jetzige Rentensystem ist, hilft Ihnen auch ein sehr viel höherer Stundenlohn nichts. Wenn Sie jetzt den Stundenlohn nehmen, den ich hier als Maximumzahl habe, von 16,48 Euro, das ergibt einen Monatslohn von 2.900 Euro. Da kriegen Sie, wenn Sie jetzt einmal 35 Jahre einzahlen, weil wir haben ja diese gebrochenen Lebensläufe, bleibt der Nettorente bei 43% Niveau, haben wir von 798,26 Euro. Davon kann auch kein Mensch leben und das ist jetzt ein Gutverdiener. Also können wir das System, wie es so ist, eigentlich komplett in die Tonne drücken. Das können wir vergessen. Tschüss. Dann würde ich ganz gerne erstmal die Frage da hinten annehmen, Dame. Die Dame, und dann mich wieder vorarbeiten, wenn es recht ist. Ich habe zwei Fragen. Also die erste Frage wäre, geht bei allen Modellen, gehen Sie davon aus, dass derjenige Rentner die ganze Zeit voll eingezahlt hat und voll gearbeitet hat? Bei diesen Modellen?
Weil, die zweite Frage? Und die zweite Frage ist nämlich, also ich bin alleinerziehend seit über 20 Jahren, habe natürlich viel Zeit damit verbracht, meine Kinder zu erziehen und habe nur Teilzeitarbeit machen können. Dadurch zahle ich, selbst wenn ich eine Grundsicherung kriege, aber wenig ein. Ja, auch in die Betriebsrente zum Beispiel. Habe aber trotzdem, wenn ich jetzt mal fertig bin, 45 Jahre gearbeitet und kriege aber nicht so viel wie jetzt jemand, wenn Sie zum Beispiel sagen, Sie haben 47 Jahre lang oder 38 Jahre lang voll gearbeitet, kriege ich dann nicht. Wird das in Ihren Modellen dann auch irgendwie berücksichtigt, außer diese reinen Erziehungszeiten, wo man zu Hause bleibt? Also ich sage es mal jetzt ganz brutal, wie wir Piraten uns das vorstellen. Auch wenn Sie nicht einen Cent eingezahlt haben, kriegen Sie bei uns die Basisrente. Also bei der Sublimente ist es ja ähnlich. Also das heißt, sie ist unabhängig von jeglicher Erwerbstätigkeit, sondern hängt eigentlich nur mit der Steuerpflicht in Deutschland zusammen. Das heißt, also konkret steuerpflichtig ist man ab der Geburt, unabhängig davon, ob man Steuern zahlt oder nicht, mehr steuerpflichtig in der ganzen Gegend. Aber es könnte ja wohl eventuell sein, dass ein Neugeborenes bereits ein riesiges Erbe auf seinem Konto zu finden hat, dann ist er bereits steuerpflichtig, obwohl er eigentlich oder sie davon nichts davon hat. Also das heißt, unabhängig, ob man erwerbstätig ist, ist es so, dass die betreffende Person die Sockelrente bekommt. Ein zweiter Punkt ist, den Sie angesprochen haben, dass natürlich wir gebrochene Erwerbsbiografien haben. Deswegen ja auch das Abkoppeln von Erwerbsarbeit. Das heißt, dass ein bestimmter Teil des Einkommens auf Kapitaleinkommen oder auf Wohneinkommen von anderer Seite aus mit einbezogen wird in die Sozialleistungen. Das heißt, dass jede Person, unabhängig, ob er reich ist oder von der Steuerpflichtigkeit her gesehen, zahlt also 5,3% dann ein, um diese Sockelrente dann auch zu finanzieren. Und auf diese Sockelrente drauf ist natürlich die Situation, dass es abhängig ist vom Erwerbseinkommen. Das ist richtig, wenn dann jemand nur 20 Jahre arbeitet, ist natürlich der Rentenanspruch wesentlich geringer als jemand, der also 45 Jahre arbeitet. Das ist auch auf die Zukunft hin in unserem Modell in dem Sinn so grundgelegt. Aber die Veränderungen innerhalb des Systems werden halt damit berücksichtigt, dass gesagt wird, es ist so, dass also der Bereich der Erziehungsleistungen wesentlich hervorgehoben wird. Wobei man dazu sagen muss, bei der Erziehungsleistung, eine Erziehungsleistung ist eine Fremdleistung innerhalb der Rente. Und diese Erziehungsleistung müsste eigentlich von der Allgemeinheit vom Steuerzahler aufgebracht werden. Das, was sie vorher verdient haben und abgeführt haben in die Rentenkasse, müsste in der Zeit vom Steuerzahler übernommen werden. Weil das ist echter Bestandteil einer Fremdleistung in der Rente, weil sie zahlen ja nicht das dafür, haben einen Anspruch, aber der Anspruch ist gerecht und der Anspruch soll auch sein, aber der soll dann von den gesamten Steuerzahler von allen getragen werden, weil der kann ja hinterher Beamter werden. Oder was auch immer. Aber es ist halt einfach Erziehungszeiten und solche Dinge, so müssten eigentlich Steuerzahlersachen sein. Gut, dann würde ich Ihre Frage nehmen und dann nehme ich Sie dran. Um die Antwort. Sind die Piraten vielleicht auch dabei, dass versicherungsfremde Leistungen, die aus der Rentenversicherung entnommen werden, im nächsten Mal wieder zurückerstattet werden? Ein 700 Milliarden. Wie habe ich vorher gesagt? Ein frommer Wunsch. Die Erhöhung der Renten, durch Ost-West oder West-Ost, den Beamtenerhöhungen, die Entenerhöhungen angleichen könnte. Ich bin seit 17 Jahren in Rente. Ich sage immer fröhliche Rentnerin, weil ich sage, überliebe Olli. Aber ich habe in diesen 17 Jahren nicht einmal 30 Euro mehr bekommen. Zum ersten Punkt, uns steht eindeutig im Programm, die staatliche Rentenkasse verwaltet sich eigenverantwortlich, ohne direkten Zugriff durch den Staat. Und die Rentenkasse ist für die Rente zweckgebunden. Das heißt, versicherungsfremde Leistungen fallen dann einfach weg, die wären nicht mehr existent. Wir halten das auch wirklich für eine riesen Mogelpackung. Wenn ich auf der einen Seite die Bundesregierung sagt, wir haben einen Zuschuss zur Rente von 50 Milliarden, das sagen sie ganz laut, dass sie 70 Milliarden rausnehmen, sagen sie eben nicht. Ja, und das ist also nicht in Ordnung. Zur zweiten Frage, da können wir Ihnen nicht helfen. Denn dadurch, dass wir die Pensionen abschaffen wollen in dem Sinn, ja, können wir uns auch nicht an die Erhöhung der Pensionen ankoppeln. Also da müsste man einen anderen Faktor finden, der hier nachhaltig ist. Aber natürlich wollen wir einen Faktor, der zum Beispiel die Inflationsrate berücksichtigt, wie Sie es angesprochen haben, weil die Kirschen werden teurer werden und wenn die Rente stehen bleibt, dann kann man mit der Rente nichts mehr anfangen. Aber ich möchte noch ein Beispiel machen wegen Altersarmut. Ich habe eine Schwiegermutter, die ist 82 Jahre alt und die hat ihre eigene Rente, die ist zwar nicht sonderlich hoch, und sie hat noch die Witwenrente und kommt relativ gutes Auskommen. Aber sie hat sehr, sehr viele Freundinnen, die
kaum eine Rente haben, die also wirklich keine hohe Rente hier in München haben. Und was ich erschreckend finde ist, dass wo es noch die Praxisgebühr gegeben hat, sind die nicht mehr zum Arzt gegangen, weil sie sie nicht zahlen konnten. Und heute lassen sich keine Medikamente mehr verschreiben, weil sie die Gebühren in der Apotheke nicht zahlen können. Und ich finde, da geht einfach was vollkommen falsch bei uns. Ja? Und die trauen sich nicht und holen sich Hilfe irgendwo. Die darben mit ihrer paar Nutscherl dahin und schauen, dass irgendwie über die Runden kommen. Und wenn dann irgendwo die Kosten steigen, und das lernen sie bei uns laufend, dann wissen sie immer weiter. Ja, das, und das finde ich, das ist eine Situation, die wirklich schrecklich ist, und da müssen wir wirklich was tun. Ich würde jetzt dann mit der nächsten Frage weitermachen. Ja, wenn ich darf, also das Thema mit der Marktwirtschaft und dass die Marktwirtschaft ja letztlich so ungerecht sei, das war eine interessante Aussage, wenngleich ich fürchte, dass wir aus dem System der Marktwirtschaft nicht rauskommen. Aber ich darf vielleicht nochmal eine wirtschaftlich gemeinte Frage anschließen. Was ich hier vorgenommen habe, das ist ja alles lobenswert, und dass Sie überhaupt also diese Rentenmodelle verfeinert haben, also das finde ich ganz prima. Wirtschaft heißt Wertschöpfung, Wertschöpfung heißt Produktivität. Also wo finde ich denn in Ihren Modellen die steigende Wertschöpfung, die steigende Produktivität wieder? In einem Land, die letzten 20 Jahre hat sich ja die wirtschaftliche Produktivität rasant nach oben entwickelt, und wie schlägt sich denn das also in den, theoretisch aus Ihrer Sicht in den Rentenbeiträgen wieder, nieder? Also das habe ich auf die Stelle jetzt nicht so erkannt. Oder wird das Thema Produktivität ganz außen vor gelassen, beschränkt sich nur auf die Verteilungsfrage? Die Produktivität spielt sicherlich eine Rolle, und zwar es hängt es zusammen mit dem BIP. Wenn Sie heute einmal schauen, dann sehen Sie, wenn Sie den BIP-Vergleich machen, der Bundesrepublik der letzten 10 Jahre, dann stellen Sie fest, dass sich der erheblich vermehrt hat. Und wenn Sie den Prozentanteil daraus nehmen, der für Renten und Krankenkasse ausgegeben, dann haben Sie festgestellt, dass das der gleiche Betrag ist, als wir vor 10 Jahren. Das heißt, es hat ja eine starke Verringerung erfolgt in Bezug auf den BIP, und profitiert haben andere davon. Nicht die Renten und nicht die gesetzlichen Krankenkassen. Das ist nach wie vor 10%, und die 10% sind in fast allen europäischen Ländern die Aufwendungen für die Krankenkassen mit allen drum und dran. Das ist also Tatsache und Fakt. Aber das haben andere kassiert. Ja, dann. Also. Mal die zentrale Frage mit der Produktivität, wenn ich mal das nochmal mit aufgreife. Ja. Weil Sie vorhin also das IFO-Institut hochgelobt haben. Meine Damen und Herren, Hans Werner, sind in Boxen gerne gemacht. Ja. Also das muss ich mal gesagt. Also dann Arbeitgebervertreter, also jetzt also für Sie als Berater, für Sie finde ich schon etwas problematisch. Aber das wollte ich jetzt nur vorweg nochmal gesagt haben. Das mag auch ohne weiteres sein. Ich finde nur interessant, dass Sie zu dem Ergebnis kommen, dass es umsetzbar ist. Das heißt, Sie sagen, es ist möglich, dass eine Sockelrente eingeführt wird. Das ist ja das Spannende an der ganzen Angelegenheit. Wenn Sie das Argument des Arbeitgebers anführen, dann muss ich sagen, ja, fantastisch. Man hat also auf dieser Seite oder in diesem Lager im Endeffekt also Personen oder Institutionen mit hohem Renommee in diesem Lager, die also sagen, das ist machbar. Vielleicht sollten sich also hier die Piraten einmal ans IFO-Institut wenden, um also von denen in gewisser Weise die Modellüberlegungen also bestätigen zu lassen. Das ist unter dem Gesichtspunkt, weil es ein politisches Aktivitätsmoment ist. Das heißt, also, wo holen wir in gewisser Weise für eine Modellumsetzung auch die entsprechenden Solidaritätspartner her? Und wir wissen, in einer Gesellschaft ist es notwendig, die verschiedenen Gruppierungen mit einzubeziehen. Und da zählt unter anderem auch wissenschaftliche Expertisen dazu. Und wenn diese aus einem Lager kommen, von dem, dass man es überhaupt nicht rechnet, sage ich dazu, fantastisch. War ein guter Zug. So ist unsere Interpretation. Aber im Zusammenhang mit Produktivität. Der Punkt ist eigentlich der, wir leben eigentlich in einer Situation, dass die Renten ja gekoppelt sind an die Löhne und an der Lohnentwicklung. Das heißt, also, wenn wir über die Frage von Rentensteigerung reden, dann geht es immer um die Frage von Lohnsteigerungen. Und das heißt, es geht im Endeffekt um all die Personen, die in erwerbsfähigen Arbeitsleben stehen. Das heißt, es kann nicht abgegrenzt werden, also zwischen Rentner und zwischen Erwerbstätigen, sondern die gehen miteinander einen gemeinsamen Weg. Und die Tatsache ist, dass in den letzten 10 Jahren die Löhne real, also auf Ihre Argumentation, also in der Inflation, gesunken sind.
hatte die Regierung gesagt, das könnten wir eigentlich den Rentnern im letzten Jahr nicht zumuten, sonst machen wir einen Aufstand und haben das gedeckelt in der Hinsicht, dass sie sagen, wir senken nicht die Renten, obwohl also im Endeffekt die Löhne bereits gesunken sind, obwohl es kleine Steigerungen gegeben hat, sondern haben das beibehalten. Sie haben also in dem Sinn gesagt, also das ist der Bevölkerung nicht vermittelbar. Aus der Begründung heraus gab es nachher die geminderten Rentensteigerungen in diesem Jahr, in diesem Zusammenhang. Das heißt, die konkrete Auseinandersetzung läuft eigentlich in dem Sinn, inwieweit also Rentner und Arbeitnehmer gemeinsam an einem Strang ziehen. Um in gewisser Weise zu sagen, also wir können nur in dieser Hinsicht gemeinsam gewinnen, wenn wir also da miteinander agieren. Also ein Gegeneinander ist also ein schwieriges Unterfangen. Das ist mein Plädoyer im Zusammenhang auf Produktivität. Wenn die Produktivität sich niederschlägt in Lohnsteigerungen, führt das automatisch also auch zur Möglichkeit von Renten. Aber der Aspekt ist der, wo es darum geht, dass wir gleichzeitig darauf hinschauen müssen, dass im Endeffekt die Niveausenkung in der Rente mit dazukommt. Niveausenkung heißt, wie das mehrfach also erwähnt worden ist, also in den letzten Jahrzehnten also von 65% also das Rentenniveau reduziert wurde, bis jetzt halt auf 43% und wird noch weiter runtergehen, wenn wir dies in der jetzigen Situation so betrachten, wie die Politik geführt wird. Also Produktivität heißt, sich hinorientieren und gemeinsam auch auf die Straße zu gehen, wenn es darum geht, also für soziale Sicherung sich zu kämpfen und zu engagieren. Habe eine Frage dazu. Wie stehen Sie dann dazu, dass wir ja ständig das hinnehmen müssen, dass das runtergeht bis 43%, aber konstant 71,5% bei den Pensionen bleiben? Ist das von der Kirche gut oder wie? Oder, denn ist es auch gut, dass zum Beispiel nur die Renten davon betroffen sind, von der Lohnentwicklung und nicht die Beamten? Die sind rein von den Preissteigerungen, was sie raushandeln. Denn man muss das einmal grundsätzlich unterscheiden und man muss das auch beim Namen nennen, dass dem so ist. Sonst kommen wir nicht weiter. Also das beim Namen nennen spielt da keine Rolle in der Hinsicht. Nein, spielt keine Rolle in der Hinsicht, weil ich habe mit Ihnen da in der Hinsicht keinen Dissens, was da reingeht. Die Frage ist doch die, inwieweit werden die betreffenden Gruppierungen einbezogen in die ganze Frage dessen, was die Rentensysteme betreffen. Dann spielen diese Aspekte keine Rolle mehr. Mein Argument ist immer in der Hinsicht, wenn im Endeffekt also die Pensionen in gleicher Weise steigen wie die Renten, dann stimmt doch das alles wieder. Also da gibt es zumindest... Uns ja nicht. Ich spreche von der Zukunft, ich spreche von unserem Modell, nicht von der Realität. Von der Realität können wir uns natürlich die Fakten alle an die Köpfe schmeißen. Das ist eine klare Sache. Hier hinten ist noch eine offizielle Frage. Ich habe eine Frage an den Herrn Greiler, und zwar, ich glaube, ich habe da irgendwie ein Verständnisproblem. Sie sagen also, bei Ihrer Arbeitnehmerpflichtversicherung, ja, ein Beitrag von 7,35% vom Arbeitnehmer, 7,35% vom Arbeitgeber, 14,7%. Ja. Und dann nochmal 5% für die Sonderrente. Von jedem, ja, genau. Das heißt, ich habe dann einen Rentenbeitrag von 14,7 plus 5%. Plus 5%. 18,7. Und der Arbeitnehmer zahlt dann aber nicht 7,35, sondern 7,35 plus 5. So ist es richtig, ja. Dann habe ich 12,35% als Arbeitnehmer zu zahlen und jetzt zahle ich, glaube ich, 9,6%. Ja. Das heißt, ich zahle 3% mehr und kriege dann, wie viel aus? Sie kriegen dann... Direkte Frage, wie viel kriege ich raus? Sie kriegen dann... An den Herrn Greiler, bitte. Achso, Entschuldigung. Sie kriegen die 420 Euro Sockelrente raus. Ja, danke. Plus also dann den entsprechenden Rentenanspruch, also von diesen 7,3%. Ja. Das bewegt sich etwas höher als der aktuelle Rentenniveau im Zusammenhang mit dem jetzigen Rentensystem. Also liegt dann mit den 420 Euro bei circa knapp 1200 Euro. So in etwa. Für 12,35% Beitrag, 40 Jahre lang. Okay, danke. Man muss dazu sagen, ja, nein, ist schön, Sie haben das schon so richtig erfasst in der ganzen Sache, mit dem Aspekt auch nochmal, dass dann in gleicher Weise also die entsprechenden Zusatzrenten von dem Arbeitgeber einzubeziehen sind, wo also er im Endeffekt also mit seinen eingesparten Gegebenheiten die Betriebsrente finanziert. Also das wäre nachher der Gegenzug. Ich konnte das vielleicht für das Schweizer System, da ist es so, dass er mit der ersten Stufe und der zweiten Stufe bereits 65% seines letzten Einkommens erreicht. Also die Sockelrente ganz drum höher. Und wir erreichen dann nicht einmal 43% oder 48%. Bei uns ist immer die Frage, wo bleiben die Gelder? In der Fremdleistung. Auch das 13. und 14. In Österreich. In Österreich gibt es 14 Renten. Das wissen bei uns ganz wenige Leute.
Gut, gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Keine mehr. Oder? Doch, ja. Und zwar geht es immer um die Rentenberechnung. Es ist doch so, dass wenn einer so eine Minimalrente hat, dann muss er jetzt vom Staat auch gestoppt werden. Wo kommen die Gelder eigentlich her? Aus der Steuerkasse. Gehen aus der Steuerkasse. Steuerkasse, ja. Ja, doch. Eine letzte Bemerkung zu den Pensionen. Die Pensionen dafür haften alle Steuerzahler. Und das ist eine Bürde für unsere zukünftigen Generationen, die immer stärker und immer stärker wird. Und die Rückstellungen dafür, die sehe ich nicht. Die sehe ich nicht in dieser Größenordnung, die wir dafür bräuchten. Also wir laden unseren zukünftigen Generationen hier Belastungen auf, die überhaupt nicht kalkulierbar sind. Und das ist ein System, das finde ich persönlich jetzt nicht fair. Gut. Absolut richtig. Noch eine Frage noch? Ja. Die demografische Entwicklung unserer Gesellschaft ist ja für die, die es erleben, also vielleicht erfreulich, aber für die, die es nicht finanzieren können, das sind immer mehr, vielleicht nicht so erfreulich. Das heißt also, die Überalterung der Gesellschaft und die medizinische Verlängerungsmöglichkeiten der Lebensphasen führt ja dazu, dass immer mehr von dem Rententopf leben müssen. Menschen leben länger, gleichzeitig wird also tendenziell immer weniger eingezahlt von der immer kürzeren Erwerbsbiografien. Daraus ergibt sich ja nochmal also eine Belastung, die also in Ihren Berechnungen noch gar nicht vorgekommen ist, oder habt ihr nicht aufgepasst? Sie treffen einen Punkt bei mir, da habe ich eine starke persönliche Meinung. Ich bin nämlich kein Freund dieser demografischen Entwicklung. Ich nenne es eher den demografischen Schwindel. Hat folgenden Hintergrund. Ich glaube nicht an Zahlen, die so weit in die Zukunft gehen. Denn wenn ich mir die Vergangenheitszahlen immer anschaue bei bestimmten Sachen, dann sind viele Prognosen, die gestellt wurden, überhaupt nicht so eingetroffen. Und es wird immer wieder auf diesen demografischen Wandel rumgeritten. Wir haben jetzt diese Babyboomer-Generation, die dann mal in Rente kommt und die kann keiner mehr finanzieren. Aber ich möchte nicht über Jahrzehnte hinaus mit Zahlen arbeiten, die ich selber persönlich abschätzen kann, wo ich einfach sagen, gut, das kann man rechnen, wunderbar, mathematisch alles perfekt, aber wenn ich mir die Vergangenheit in unserer Welt anschaue, da sind Sachen passiert, da gab es keine Prognosen dafür und die hat sich trotzdem dramatisch verändert. Sicher können Sie jetzt sagen, mag vielleicht ein bisschen Spinnerei sein, aber ich mag mich hier auf diese Zahlenspiele mit dem demografischen Wandel so in dieser Art nicht einlassen. Ich könnte genauso gut sagen, wenn die Babyboomer weggestorben sind, dann geht es der nächsten Generation wieder bombig, ja, weil das sind ja viel weniger, die kommen mit viel weniger Kapital aus. Aber eben auf diese Spielchen mag ich nicht eingehen, denn mir rechnen unsere Politiker zu lange vor, dass wir aufgrund des demografischen Wandels länger arbeiten müssen, weniger rauskriegen. Das ist für mich eigentlich so keine Lösung, sondern es ist eine Aufgabe, dass man sich andere Lösungsmöglichkeiten überlegt. Und nicht einfach jetzt fatalistisch sagt, das ist halt so, dann kriegst du halt weniger und musst halt länger arbeiten. Das demografische Faktor ist auch eine Frage der Umverteilung der Gelder in der Bundesrepublik. Eine ganz wichtige Frage. Wenn man das nämlich genau betrachtet, dann liegt der demografische Faktor sicherlich mehr, wenn älter. Aber wenn Sie sehen, die Ausgaben und die ganzen Dinge, was ich vorher vorgerechnet habe, vom BIP, dann ist das eine reine Frage der Umverteilung der Gelder in der Bundesrepublik. Gibt es da eigentlich schon Erkenntnisse, was für volkswirtschaftlicher Schaden entsteht durch diese ständigen Rentenkürzungen? Denn das Geld, was ich nicht habe, kann ich ja nicht ausgeben. Ne? Ich kann nur also, wenn ich eine Rente habe von 400 Euro, kann ich mir kein VW Polo kaufen oder sowas, ne? Den ich also auf dem Land bräuchte. Also gibt es da auch Erkenntnisse oder Berechnungen, was das für ein wirtschaftlicher Schaden ist, der da entsteht? Dadurch? Der wirtschaftliche Schaden ist heute in der Zeitung gestanden, der für kurz. Freilich. Das werden wir auch schon. Die Frage haben Sie aber. Nein. Und zwar hängt es einfach zusammen, dass die Institute festgestellt haben, dass die Renten deutlich an Kaufkraft verloren haben, und zwar zwischen 2000 und 2012 um 19%. Das ist heute durch die Presse, das ist Fakt. Das heißt, die Frage hat sich damit beantwortet, ja. Der Schaden ist da. Rentner können 19% weniger kaufen. Gut, es ist schon... Ja. Jetzt ist es schon ein bisschen fortgeschrittener. Ich würde daher, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann den Herrn nochmal Gelegenheit geben, ein Schlussstatement zu machen, nicht allzu lang. Oder haben Sie... Nee, ich
ja. gemeint, aber ich will unabhängig von den ernsthaften statistischen Fragen, die wir alle irgendwie gestellt haben, also auch nochmal eine Einschätzung Ihrerseits haben. Sie erinnern sich vielleicht an den ZDF-Dreiteiler Aufstand der Alten. Das ist seit 2010, 2011 gelaufen und man kann es jetzt noch im YouTube anschauen, wo es darum geht, also dass das Geld bei den Senioren so knapp wird, also dass sie sich noch nicht mal Medikamente kaufen können und dann machen sie also Einbrüche bei Apothekern und so weiter. Also es wird eine Leichtkriminalität entwickelt aufgrund der Umstände. Teilen Sie diese Szenarien, also intuitiv als Verbandsvertreter natürlich nicht, ist mir klar, aber ich meine so, wenn es immer enger wird, wenn es immer klammer wird, also muss ja irgendwie, der Dampf muss ja irgendwie raus, oder? Wenn man nicht die Medikamente mehr kaufen kann, die man braucht, muss man sich ja was einfallen lassen, so oder so. Und Medikamente sind ja nur ein Beispiel. Die fehlenden 19% Kaufkraft machen sich ja auch bemerkbar, nicht? Die Rentner sind ja immer hinten dran und dann sagt man sich, naja, dann nehme ich halt mal das Auto so mit, was da an der Ecke steht. Also ich habe ein viel schlimmeres Szenario vor Augen, nämlich das Szenario, dass unsere Jungen irgendwann mal sagen, wir zahlen für die Alten nicht mehr, wir füttern die nicht mehr durch. Und wenn ich mir die Jugendarbeitslosigkeit heute in Europa anschaue, ist nicht nur in Deutschland, haben wir ja Glück, aber wer weiß, wie lange das hält, die null Perspektive haben und ich weiß nicht, wie lange die noch Ruhe geben und die dann irgendwann mal sagen, die Alten werden immer mehr, warum sollen wir für die noch irgendwas tun? Das macht mir viel mehr Angst als die Aussicht, dass vielleicht mal ein Rentner im Kaufhaus jetzt hier einkaufen geht und nicht bezahlt. Wobei das auch ein Szenario ist, das auch kommen kann, ja, aber das andere macht mir mehr Sorgen. Also ich erlebe das Szenario als Seniorenbeauftragter mit und als Landkreisbeauftragter bei uns in Fürstenfeldbruck und auch in Emmering, dass zum Beispiel die Tafeln vor ungefähr 6 Jahren in Fürstenfeldbruck zum Beispiel 80 Leute gehabt hat, heute sind wir bei 180. Das heißt, wir haben eine wachsende Zahl von Armut, die auf uns zukommt wie eine Lawine. Jetzt gibt es aber Tafeln mit der gleichen Zahl in Germering, die haben 23.000 Einwohner, Bruck hat 28.000 Einwohner. Wir erleben das und dann kommt noch ein Thema dazu, das immer heimlich verschwiegen wird, das sind die IGL-Leistungen. Wir haben uns mal befasst, mit IGL-Leistungen, wenn Sie mal ins Internet gehen und gehen auf IGL-Monitor, da wird dann erklärt, welche IGL-Leistungen sind notwendig, welche nicht. Und wenn Sie dann haben, aber Sie haben das Verhältnis, dass meistens ältere Patienten beim Arzt sind und der sagt, du müsstest eigentlich das jetzt machen. Und während der dir das sagt, dann macht die alte Dame das, auch wenn es eine IGL-Leistung ist, weil sie das Vertrauensverhältnis zu ihrem Arzt nicht stören will. Wobei sie eigentlich sagen müsste, gemäß den Untersuchungen der Krankenkasse ist die IGL-Leistung zum Beispiel für Zahnvorsorge oder was auch immer, ist eine Leistung, die gar nicht zu erbringen ist. Aber es gibt viele Dinge, wo... Das sind wirklich schlimme Zeiten. Das ist auch ein Geschäftszweig, ne? So ein Geschäftszweig. Ich kann auch einen Geschäftszweig sagen. Vielleicht darf ich das kurz erläutern. Und zwar gibt es eine neue Sache, die hochinteressant wird. Ich war vor 2 Wochen war ich in Traunstein bei einer Konferenz für die Seniorenbeauftragten von Bayern. Da war das erste Mal das Thema ethnische Gruppe. Die ethnische Gruppe, die ist draufgekommen, dass man zum Beispiel hat, wenn zum Beispiel Patienten, die im Wachkoma liegen, die werden also mit PEP und mit allem ab und die kosten ein Schweinegeld. Das hat sich zu einem Zweig entwickelt, der sehr viel Geld einnimmt. Der sehr, sehr viel Geld einnimmt. Daraufhin, weiß ich, waren verschiedene Klagen und plötzlich wurden die Krankenkassen verurteilt zu bezahlen. Und jetzt entstehen da dort ethnische Gruppen, die sagen, wenn der Patient nicht den Willen gehabt hat, dass er das will, dass er also an die Maschinen angeschlossen wird, dann kann diese Gruppe entscheiden, das zu beenden. Das ist also mal, was da ziemlich neu auf uns zukommt. Das wurde, glaube ich, 2010 zwar schon in der Ärztekommission verabschiedet, aber das kommt. Und da gibt es also viele Dinge, wo man heute noch sagt, wirtschaftlich und die ganzen Dinge und Szenarien, was passiert und alles Mögliche. Also da ist also sehr viel ist ein Geschäft dabei, gerade im Bereich Medikamente und Arzneien und IGL-Leistungen und alles Mögliche. Gut, jetzt... Aber jetzt endgültig, wir müssen jetzt die Fragerunde leider wirklich schließen, weil wir den Raum nur bis um 20 Uhr erstmal haben. Wenn Sie noch Fragen an die jeweiligen Herren haben, gehen Sie einfach dann nochmal, wenn ich das
Podium hier geschlossen habe, nochmal auf Sie zu. Fragen Sie sie einfach nochmal persönlich. So viel Zeit ist dann auf jeden Fall noch drin. Ich würde sagen, fangen wir mit den Schlussstatements an. Ich würde ganz gerne, wir haben mit Ihnen angefangen, also können Sie dann auch sozusagen den Beginn des Endes dann wieder einleiten. Ich glaube, auf die Zukunft hin ist es wichtig, im Bereich der Rentenversicherung, also insbesondere das Augenmerk auf die Armutssicherheit zu legen. Auf die Armutssicherung, also dass ein menschenwürdiges Leben in unserer Gesellschaft ermöglicht wird. Und das Zweite wollte ich nur dazu sagen, wir sollten uns nicht blenden lassen von dem, was die ökonomischen Entwicklungen sind. Das heißt, wenn auf der einen Seite, also hier in Bundeshaushalt oder in Landeshaushalt, das Staatsziel eingegeben wird, der Schuldenbremse, und gleichzeitig von allen oder von vielen Parteien die Position vertreten wird, es gibt keine Steuererhöhungen, dann bedeutet das, dass beim nächsten wirtschaftlichen Einbruch im Endeffekt es erneut wieder an die Sozialleistungen geht. Und einer der wesentlichen Sozialleistungsträger ist die Rentenversicherung und damit wird man wieder in gewisser Weise hier über verzweckte und auch versteckte Möglichkeiten auch finden, also hier Kürzungen erneut vorzunehmen. Von da gesehen, seid wachsam. Da kann ich mich eigentlich nur anschließen, denn das ist genau das Thema, das wir befürchten, was da kommt. Also Versprechungen der Politiker jetzt und was dann die Realität bringen wird, wenn das mal sich ändert und nicht mehr so ist. Und ich glaube, wir haben, ich kann nur vielleicht eins sagen dazu, die Zeit, die meine Generation gehabt hat im Arbeitsleben oder in der Zeit in der Republik, war vielleicht die schönste Zeit im Arbeitsleben überhaupt. Bei uns gab es in den Firmen noch sowas wie soziale Verantwortung. Und zwar ganz groß geschrieben, soziale Verantwortung, die es heute nicht mehr gibt. Ich erlebe das selbst bei uns im höchsten Hightech-Bereich, dass plötzlich Leihkräfte da waren. Wenn ich in die Firma noch reinkomme, ab und zu komme ich noch rein, dass plötzlich Zeitarbeit da ist. Das ist das Schlimmste, was jungen Leuten heute passieren kann. Und da kann ich die Aussage verstehen, ich zahle irgendwann nicht mehr für die Alten. Das sind meine Schlussstatements, tut mir leid. Also wir haben eigentlich schon zum Thema Rente alles gesagt, was eigentlich wesentlich ist, aber ich möchte persönlich noch was anmerken, weil ich ja der einzige politische Vertreter jetzt hier bin. Bis vor 2 Jahren war ich politisch überhaupt nicht aktiv, dann habe ich die Piratenpartei kennengelernt und auch dort festgestellt, wie einfach es ist, politisch tätig zu sein in so einer jungen Partei, und hat mir nicht vorstellen können, dass ich hier 2 Jahre später jetzt hier sitze und vorher unten am Marienplatz eine Rede halten kann. Ich kann Ihnen sagen, es macht unheimlich viel Spaß und es ist toll, dass es so eine Partei gibt, in der man so einfach mitmachen kann, in der man auch was bewegen kann. Ob wir wirklich jetzt politisch hier was bewegen können im Thema Rente, lasse ich mal dahingestellt. Aber wir haben schon eine Menge erreicht. Allein dadurch, dass es uns gibt, hat sich in Deutschland schon eine Menge bewegt. Und wenn es uns weiter gibt, werden wir auch weiterhin viel bewegen. Und ich finde es sehr schön, dass Sie so zahlreich hier teilgenommen haben und Ihr Interesse daran, diese Arbeit zeigen. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann beende ich das Podium und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Nehmen Sie noch die Gelegenheit wahr, stellen Sie noch ein paar persönliche Fragen und einen guten Nachhauseweg. Wiederschauen. Vielen Dank.